Warnung: Die nachfolgende Satire-Sendung enthält Kraftausdrücke, die für zart beseitete Seelen sehr belastend sein könnten. Diese Sendung ist für Systemkonforme und für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Und da sind wir live. Wir sind live. Live, mal wieder. Ja. Und bisher ist noch kein Stream gekappt. Ja, unfassbar, was so ein, ja, genau. Also, ach. Ja, gut, ich meine, man muss dazu sagen, ich meine, wir haben den Ofen dann heute rausgenommen, weil das halt heftige Bilder sind. Das sind Yasinas Videos, die hat es ja, dann die, von drauf. Die Realität, die ist. Die ist hart, nicht, ja. Die Realität ist hart. Ja. Ja. So, aber jetzt gucke ich gerade mal hier in die Chats. Also, ich gucke mal in YouTube. Also, wir sind in YouTube und Facebook, sind wir live. Guckst du einfach in Facebook. Ist der Ton okay? Gib dir mal gerade was. Gibt gerade mal was raus, ob man was hören kann. Hier steht Ron ist da, Muck Wambeln, Gege ist da, Grüße, hallo. Und die Sandra ist da, wunderbar. Drei Kommentare haben wir schon mal. Gut. Ja. Wir müssen uns aber auf die Telegram-Gruppe konzentrieren, nicht auf den Chat. Ach so, ja, das muss ich auch noch, ja. Weil das ist, falls jemand bei uns mitreden möchte, gibt es bei uns ja die Möglichkeit, in die Telegram-Gruppe sich einzumelden. Oh ja, ja. Und zu schreiben, holt mich mal in die Sendung. Genau. Und dann rufen wir euch auf Telegram an. Oh ja, da hat auch jemand wieder einen Beitrag gepostet. Ja. Ich mache jetzt gerade mal eine Sprachnachricht in die Telegram-Gruppe. Ja, mach das mal. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind gerade live. Ich würde euch bitten, solange die Live-Sendung geht, keine Berichte oder so in die Gruppe reinzuposten, weil falls jemand dann in die Sendung will, könnte es sein, dass ich das übersehe. Ja, genau. Also genau. Wir sind halt jetzt live und wenn ihr in die Sendung kommen wollt, dann schreibt ihr einfach, hol mich rein und dann rufen wir euch. Und wir kommen dann, sobald es passt. Genau. Ja. Gut. So, das war jetzt für die Telegram-Gruppe und Leute, für euch, wo ihr noch nicht in der Telegram-Gruppe drin seid, Andi, kannst du das einblenden? Hast du das? Ja. Ansonsten geht auf die... Ich glaube, dass ich das einblende. Jawohl, jawohl. Ja. Ansonsten geht ihr einfach in die Videobeschreibung, ganz oben der erste Link, das ist der Link von der Telegram-Gruppe, bewegt was live, wenn ihr in die Sendung reinkommen wollt, quatschen kurz, wir rufen euch dann über Telegram kurz an und dann wollen wir schauen, dass das läuft. Gut. Würde ich sagen, starten wir mit der Sendung, oder? Ja, probieren wir es mal. Wir müssen, ja. Ja. Wir sind mal wieder eine halbe Stunde zu spät. Ja. Gut. Aber liebe Freunde, das haben wir es überhaupt angekündigt gehabt? Nö, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wie immer. Ja. Mal kündigen wir es an, mal nicht. Ja, das ist schlimm. Wir müssen es eigentlich regelmäßig ankündigen, damit die Leute regelmäßig machen. Wir müssen es einfach regelmäßig machen. Das machen wir ja jetzt. Ja, aber vor der Uhrzeit. War halt ziemlich viel Arbeit. Wir haben eine Menge zusammengesammelt. Ja, da kamen dann jetzt am Schluss, die letzte halbe Stunde, kamen auch nochmal drei Berichte rein. Die haben wir jetzt nicht mit reingenommen, wie zum Beispiel, was wir gelesen haben. Von dem einen Polizisten, was war da, der hat der ist versetzt worden. Der ist jetzt versetzt worden, es wird gegen ihn ermittelt. Es wird ermittelt? Ja, es wird ermittelt, ob er da so überhaupt so durfte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, warum darf er nicht? Im Grundgesetz steht ja Meinungsfreiheit und so. Ja, wen interessiert dann heute noch das Grundgesetz? Also, die in Berlin interessiert es ja schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja. Gut, legen wir los. Legen wir mal los. Also, das System, das steht ja mit dem Rücken zur Wand und seit dem 1.8. Nach der Demo wurde der Basketball-Nationalspieler Yoshiko Saibo, heißt er, von seinem Arbeitgeber, von den Telekom Bonn Baskets, gefeuert. Die FAZ, die berichtet hier, das ist die Nummer 2, jawohl, mit der ungeschützten Teilnahme an der Demonstration hat Saibu nach Auffassung der Telekom Baskets die Grenze von Meinungsäußerung zu vereinsschädigendem Verhalten überschritten. Der Anwalt und Sportrechtler Roland Nasse empfahl dem Club im Bonner Generalanzeiger die Entlassung wegen Verletzung der Treuepflicht. Sollte sich der Spieler infizieren, fehle er, bedrohe die Mannschaft und möglicherweise die gesamte Liga. Also, unserer Meinung nach... Falscher Knopf! Ja, ich muss gerade mal die externe Maus anschließen. Die habe ich nämlich vergessen.
So, und jetzt sind wir wieder da. Also, ihr seht, Leute, das ist total bescheuert. Das ist halt live. Gell? Ja, ja, jetzt habe ich die Maus dran. Jetzt komme ich hier besser klar, hoffe ich vielleicht. Okay, also ihr seht, wir haben total lang vorbereitet. Deswegen sind wir halt nicht fertig geworden, sonst wären wir schon im halben Jahr da. Naja, gut. Also, da fällt mir jetzt noch was ein. Also, ich meine, die Telekom, das ist ja ein Telekom-Team, ne? Ja. Ja. Wer hat es jetzt mehr geschadet, dass der auf dieser Demo war? Oder dass die Telekom sagt, das geht so nicht, Meinungsfreiheit ist nicht. Ja, okay, das hat ja der Verein gesagt. Die heißen jetzt Telekom Baskets. Ja, das ist wie wenn beim Bayern München irgendjemand Scheiße baut und die Allianz Arena, die Allianz würde dann. Ja, ich weiß es nicht. Das also, fällt ja nicht auf die Allianz zurück, wenn der Verein Scheiße baut. Ja, und deswegen, das ist. Ist sicher, das ist doch von der Telekom gesponsert, das Team. Also ich weiß es nicht. Also, aber der Verein, der macht ja trotzdem, was er für richtig hält. Ja. Was ist denn eure Meinung? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, also wie ich da halt erst mal den Namen Telekom da drin gelesen habe, habe ich direkt gedacht, ich muss unbedingt meinen Telefonanschluss kündigen. Magenta! Ja. Also sollte sich der Club Telekom Baskets mal Gedanken über die Treuepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern machen, weil die sprechen ja selbst von Treuepflicht, die vermissen wir hier leider gänzlich. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wenn nur 17.000 bis 20.000 Menschen vor Ort waren, so stand es ja in der offiziellen Presse, gell? Ja, ja, 17.000 bis 20.000. Ja, ja. Ja, die Gesamtfläche der Straße, haben wir gesehen, vom 17. Juni hat 304.300 Quadratmeter. Dann hätte jeder Teilnehmer auf dieser Fläche circa 18 Quadratmeter, also ein knappes Wohnzimmer für sich allein gehabt. Wo ist denn da das Problem? Ist doch genug Abstand dann. Ja, gell? Also, ich weiß nicht, warum die sich so aufregen. Ja, das ist... Nun gut, Yoshiko hat sich ja zur, auch noch dazu, genau, ja. Der hat sich ja zur Kündigung geäußert und das sehen wir hier, das ist die 4. So Leute, viele von euch haben sich heute schon mitbekommen, es gab eine ganze Menge Aufregung. Ich habe gestern einen Anruf bekommen, dass mir fristlos gekündigt wurde, weil ich privat an einer Demonstration in Berlin teilgenommen habe. Für mich ist es eine unglaubliche Sache, weil ich bin Basketballspieler. Aber in erster Linie bin ich ein Mensch. Ein Mensch, der ein Recht auf eine freie Meinung hat. Und wenn die polarisierend ist, wird es viele Meinungen, viele Stimmen dazu geben und das ist komplett legitim. Aber am nächsten Tag meinen Job und Lebensgrundlage zu verlieren, ist eine schwierige Situation für mich, aber vor allem ein Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit. Basketball ist für mich mein ganzes Leben lang Inbegriff von Toleranz gewesen und etwas, was Menschen zusammenbringt. Ich habe auch einfach angenommen, dass für die Telekom Baskets Toleranz eine übergeordnete Rolle spielt. Aber gestern wurde mir das Gegenteil bewiesen. Wir sind live. Ja, das ging so schnell. Ja, Leute, daraufhin... Daraufhin hat der Tagesspiegel direkt dann auch einen wunderbaren Hetzartikel geschrieben. Den schauen wir uns auch mal an. Und zwar, so tickt das umstrittene Sportlerpaar. Basketballer Yoshiko Saibo hat seine fristlose Kündigung durch die Basketball scharf kritisiert und sich dabei als Opfer inszeniert. Aber auch Saibu kritisierte bereits vor 2 Monaten die Corona-Maßnahmen des Staates und das Verhalten des Einzelnen in einer Situation, in der einem vom Staat vermeintlich etwas diktiert werde. Im Mai veröffentlichte er auf seinem Instagram-Kanal ein Video mit dem Hashtag Appell an den Verstand. In dem einminütigen Video suggeriert Saibu, dass man darauf konditioniert sei, nichts zu hinterfragen. Du gibst das wieder, was Fernsehen, Zeitung und die Politik dir sagen. Ist das wirklich so? Übertreibt er da nicht ein bisschen? Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Abstand halten, Händehygiene und dort, wo wir Abstand nicht halten können, zusätzlich Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das gilt für drinnen und draußen. Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Ja, wir haben den ersten, der in die Leitung will, den werden wir jetzt gleich mal anrufen. Und zwar ist der Ron, der will in die Sendung kommen. Der hat gesagt, Thomas, hat er eben geschrieben, ich will mal Dampf ablassen. Also Dampf Ron, ab.
Dampf ablassen. Ja, ja, Dampf ablassen. Ron, ich hoffe, wir werden dann nicht gesperrt oder so. Wir probieren es mal. So, dann lege ich das mal so vorne hin. Klingt aber leise. Moin. Hallo Ron, einen wunderschönen guten Abend. Du bist live in der Sendung. Ja, moin. Lang nicht mehr gehört. Ja, lang nicht mehr gehört. Geht's dir gut? Nee, überhaupt nicht. Okay, du hast geschrieben, du willst Dampf ablassen. Dann schieß mal los. Naja, was heißt Dampf ablassen? Ich habe ja halt bei mir im Umkreis niemanden, der mir da mal zuhört oder mit dem ich das diskutieren könnte. Also ich habe dir ja schon mal geschrieben, dass ich im Umkreis von 15 Kilometern überall Hausverbot habe, in Supermärkten, Bäckereien, Tankstellen, dass ich hier auch nirgends mehr einkaufen gehen kann, dass meine zwei Freunde mich hier mit Essen versorgen, die würden mich ja glatt verhungern lassen, weil ich diesen Lappen nicht aufsetze. Ne? Und das wird immer extremer. Ich glaube, die Leute hier werden auch immer paranoider. Ne? Also ich, selbst in der Öffentlichkeit, wenn du draußen stehst irgendwie, da haben schon Leute zu mir, können Sie mal auf einen Meter Abstand gehen? Oder, und ich war schon einen Meter weg, zwei. Ja? Ich sage, soll ich die Seitenstraße wechseln? Oder? Das ist alles ganz schlimm geworden hier. Und ich habe so das Gefühl, dass ich hier echt alleine bin. Ne? Die sind alle irgendwie ferngesteuert und es ist ganz schlimm geworden. Ich glaube eher, weil die Leute ja sagen, es wird besser, aber nee, es wird immer schlimmer, habe ich so den Eindruck. Mhm. Ne? Das ist so, das ist von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also die Zeugen Coronas verbreiten sich ja mittlerweile wie eine Seuche. Das ist übel. Naja, ich meine, du bist ja oben im Norden, ja? Da haben wir gedacht, die sind so ein bisschen kühl, aber die können dann auch schon sehr hitzig werden, wenn man keine Maske aufsetzt. Ist das richtig? Ja, ja, hier, da ist hier die Hölle los. Also ich habe ja schon drei Großpolizeieinsätze mit drei Polizeiwagen ausgelöst, weil ich die Maske nicht auf hatte. Okay. Und also ich habe jetzt am Samstag bin ich spazieren gegangen und bin mal nach Schleswig rein und bin ein bisschen gelaufen, weil das Wetter so schön war. Und dann habe ich mir auf die Schulter geklopft, als ich wieder zu Hause war, dass ich keinen Polizeieinsatz ausgelöst habe. Ja? Dass ich meinen Hof verlassen konnte, ohne dass ich Ärger bekomme. Und deshalb, ich verlasse nur noch echt selten den Hof hier. Und ich werde selber langsam paranoid. Ne? So, naja, da sage ich mal dazu, das geht ja seit Ende März. Ist jetzt seit Ende März. Das heißt, seit Ende März läuft der Lockdown. Ja, läuft der Lockdown. Aber, ja, richtig, aber Mitte April, Ende April. Ich würde den Lockdown mal dazu zählen. Ich finde, hier hat man ein richtig wunderschönes Beispiel, wie eine ganze Gesellschaft langsam weich gekocht wird in der Birne, oder? Was meinst du, Oren? Ja, hier der ganze Umkreis, ich schwöre dir, der ganze, sogar mein, ich habe dir ja mal auch geschrieben, dass mein bester Freund und so, die Geschichte kennst du ja. Und selbst er ist Tierarzt, ne? Und der versteht mich einfach nicht. Wenn ich konsequent, mein Auto war jetzt in der Werkstatt, ne? Und dann habe ich das nach Schleswig in die Werkstatt gebracht und dann wollte ich mit dem Bus zurückfahren. Weil es sind ja 15 Kilometer, ne? Und da habe ich zwei Busse abgewartet und keiner hat mich mitgenommen, weil ich den Lappen nicht aufs Gesicht gezogen habe. Dann bin ich 15 Kilometer nach Hause gelaufen, ne? Wenn ich kurz fragen darf, Ron, hast du ein Attest? Nee, ja, das ist in meinem Sturkopf, sage ich, warum muss ich jemanden an Test zeigen, dass ich gesund bin, wo ich es doch selber weiß? Und warum muss ich dem meine Daten dann zeigen, dass er dann beruhigt ist? Ich will das einfach nicht. Weißt du, wie ich das meine? Was geht die Metzgereifrau oder der Supermarktfrau oder wem auch immer meine Daten an? Ja, ich will das einfach nicht. Das ist dann auch meine Sturheit, ne? Verstehe. Und da sagt halt mein bester Freund auch, na, da musst du halt mit der Konsequenz leben. Und dann sag ich, naja, die Konsequenz daraus wäre, ich verhungere hier, ja? Also, naja. Also es ist ganz oft, wir haben nachher auch noch weitere Berichte, die kommen noch in der Sendung. Es finden ganz viele Verbrechen an der Menschheit statt, ja? Momentan und ich hoffe... Da ist es dann auch schwer, sarkastisch zu sein. Ja, da ist es sehr schwer, sarkastisch. Da müssen wir so einen goldenen Mittelweg finden. Ja. Aber es sind halt einfach
anstrengende Zeiten momentan. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das bei dir gut weitergeht. Ja? Vielleicht sehen wir uns ja in Berlin, das wäre schön, oder? Nee, da wollte ich dir auch gleich noch was dazu sagen. Ja? Aber da sind wir doch genau an dem Punkt, das sind genau die Leute, die jetzt hier das alles mitmachen, die immer schreien, es darf kein 1933 mehr geben. Das sind genau diese Leute. Ja? Und die gehen jetzt genau in diese Richtung. Ne? Immer schön, es fehlt nur noch, dass sie mit einem gehobenen Arm durch die Gegend laufen, wenn irgendein Bürgermeister vorbeiläuft. Das fehlt noch. Ja gut, ich meine, das ist ja diese Gleichrichtung. Ja, Faschismus ist ja nichts anderes wie die Bevölkerung gleichrichten. Und genau das passiert hier. Ja. Nicht politisch, jetzt nimmt man halt einen medizinischen Grund, aber sie werden gleichgerichtet. Und die Leute glauben das natürlich, weil sie denken, naja, es ist ja wissenschaftlich erwiesen. Und die Leute, die das aufklären könnten, weil das vielleicht nicht stimmen würde, denen wird nicht zugehört. Und dann hat man natürlich die geballte Faust in der Tasche und dann denkt man sich, also was seid ihr für Hohlbirnen? Ja? Ja, genau, richtig. Aber ich, das Schlimme ist ja, ich will ja in die Diskussion gehen. Also ich gehe auch in die Diskussion. Ich scheue eigentlich diese Diskussion nicht. Ne? Mhm. Ich weiß, wenn ich ohne Maske jetzt irgendwo hinkomme, das endet in der Diskussion. Okay, da begebe ich mich hinein. Ja. Mhm. Aber diese Toleranz, die von mir eingefordert wird, ja, die kommt mir entgegen. Ne? Und das finde ich ja das Fatale auch, ne? Dieses Rücksichtslose, nur meine Meinung gilt. Und ich bin ja, wie gesagt, hier der Einzige und auf mich wird mit dem Finger gezeigt und alle sagen hier, guck mal, da ist der Spinner, ne? Ja, glaubst du, dass wir die Diskussionskultur verlernt haben? Ja, die gibt's nicht mehr. Die ist völlig weg. Ich habe vor 2 Wochen habe ich mir hier eine Judenbinde umgehangen. Und bin damit nach Schleswig. Hm. Also habe die immer umgehabt und wurde ich auch schief angeguckt. Ne? Aber ich glaube, so 1-2 Leute haben das schon begriffen, weil die haben Daumen hoch gezeigt. Oh, okay. Ja gut, das baut auch auf. Ja, Vor 2 Monaten haben sie sich noch darüber echauffiert, weil Leute aus Protesten Judenstern sich dran gemacht haben. So, oh, damit kann man es ja nicht vergleichen. Oh, ja? Doch. Noch ist ja keiner vergast worden, so ungefähr. Oder noch ist keiner totgeimpft worden. Ja, aber das ist ja das, wovor die Leute Angst haben, dass am Ende die Zwangsimpfung kommt und dann gibt es Krankheiten oder man stirbt oder was auch immer. Ja, und das ist einfach der Protest dagegen und die Menschen wollen darauf aufmerksam machen und keiner hört einem zu. Genau, und da wollte ich dann, da finde ich dann den Übergang zu Berlin, weil das ist das, was mich richtig bös geärgert hat in Berlin und ich froh war, dass ich nicht da war. Ich habe die Wahrheit gepachtet und was der andere sagt, gilt nicht oder ist Blödsinn oder akzeptiere ich nicht oder was auch immer. Und das meint ja diese Wahrheitsbewegung gepachtet zu haben. Ja, die sagen ja dann, okay, Meinungsfreiheit bei uns, Meinungsfreiheit, jeder darf was sagen, egal ob links, rechts. Mhm. Und da war dieser Thorsten Schulte auf der Demo und hat auf der großen Bühne noch gepredigt, ja, hier ist jeder willkommen, wir dürfen keine Unterschiede machen, bla bla bla, und rennt dann zum Reichstag auf diese Demo und beschimpft da alle als Holocaust-Leugner und Reichsbürger und will die da wegholen, ja, von der Demo. Und da frage ich mich dann, was bezweckt dieser Mann? Also, ich nehm den nicht mehr ernst. Also der Thorsten Schulte gehört nicht zum Team der Demo-Organisatoren. Ja, das muss man ganz klar sagen. Die haben sich mittlerweile von ihm distanziert. Ja. Die haben ihn bei Reden am Wochenende ausgeschlossen und wollen sich jetzt auch mit dem Thema, nicht staatenlos, nee, was für ein Thema war es? Grundgesetz. Ja, staatenlos, genau. Ja, Friedensvertrag wollen sie sich jetzt mit befassen. Genau. Finde ich gut, dass sie sich da jetzt Staatsrechtler an Land gezogen haben, um sich mit dem Thema zu befassen, sich auseinanderzusetzen. Harren wir der Dinge, die da kommen. Also ich halte die Bewegung an sich für was Gutes. Das ist doch das, man kann doch nicht Wasser predigen und dann Wein saufen. Und das machen viele bei uns, die dann auch andere, die halt
diesen Maskenwahn haben. Okay, es regt mich auch auf, aber ich sage jetzt nicht zu dem, du bist ein Idiot oder irgendwas. Ne? Ich versuche in die Diskussion zu gehen, was ich ja auch einfordere, was mit mir gemacht werden soll. Und das habe ich viel in dieser Bewegung gesehen, dass dann, ja, das mit der Meinungsfreiheit ist dann gar nicht so weit, weil die hat dann auch Grenzen bei Leuten, ne? Und das darf einfach nicht sein. Entweder wir finden zusammen jetzt einen Weg oder wir spalten uns wieder in 1000 und 5000 Gruppen, machen unsere Demos von 50 Leuten und sind zufrieden, ja. Und was die Demos betrifft, also ich bin ein sehr gewaltfreier Mensch. Ich halte von Gewalt nicht viel, aber mein Leitsatz ist auch, und deshalb verstehe ich diese Demos nicht in dem Sinne, wie sie stattfinden, mit Liebe vertreibt man keine Kriminellen. Also durch Tanzen und Singen werden wir nicht weiterkommen. Das ist meine Meinung. Muss dazu sagen, die Strategie, die ist ja schon so, wenn jemand aggressiv wird, ich habe das Gefühl, das sind ja aufgestellte Fallen dann, und die warten ja nur darauf, bis irgendjemand nur mal seine Stimme erhöht, dass sie sagen können, da, guck, die haben angefangen. Und die waren, glaube ich, vom System her verdammt sauer, weil das nämlich am 1.8. nicht passiert ist. Ja? Und sie haben sich einfach nur blamiert und die allgemeine Meinung weltweit, weil weltweit haben die Leute diese Bilder gesehen, da kommen wir dann halt richtig gut weg. Wenn wir anfangen, da aggressiv zu werden oder so, da werden wir nicht gut bei wegkommen. Und ich wette aber mit dir... Ich wette aber mit dir, sie werden Leute einschleusen, die genau das versuchen. Es wird auf Gewalt hinauslaufen, Thomas. Das ist unabsehbar. Das kann ich dir prophezeien. Das Friede, Freude, Eierkuchen wird vielleicht jetzt noch ein, zweimal anhalten. Und dann wird das richtig knallen. Wobei ich die nächste Demo, die ist ja zu meinem Geburtstag am 29. August, noch nicht sehe. Ne? Also ich glaube schon, dass die irgendwelche Mittel und Wege finden, das zu verhindern. Weil ich schätze mal, da kommen ja dann noch mehr, als schon da waren. Das könnte gut sein, aber ich mag da deinen Pessimismus jetzt hier nicht teilen, weil ich glaube, es gibt ja diese selbsterfüllenden Prophezeiungen und... ich hoffe einfach, dass die merken, es sind zu viele Leute, die ganze Welt schaut zu, es macht keinen Sinn mehr. Das ist meine Hoffnung. Vielleicht das Ganze friedlich. Vielleicht kriegen sie noch schnell einen Maschendrahtzaun drumherum gebaut. Also um Berlin. Ich verstehe euch völlig, ich bin völlig bei euch. Ne? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich hätte das auch gern ruhig und ich würde auch gern mit euch tanzen, aber mir ist nicht mehr nach Tanzen. Ja? Ich bin hier seit 3 Monaten gefesselt und ich will nicht lachen und tanzen. Ich will meinen Frust aus mir rausschreien. Und der ist berechtigt und das muss man auch dann mal hinnehmen können. Ja? Und da kann ich nicht ringelrein tanzen. Also so sehe ich das jetzt. Ne? Also versteht mich nicht falsch, ich bin völlig bei euch. Ne? Es ist nur, wo ich sage, okay, mit Liebe vertreibt man keine Kriminellen. Das ist... Naja, sagen wir es mal so, wenn da 3 Millionen hinkommen und sagen, ja, wir sind friedlich, aber wir gehen erst weg, wenn diese Regierung weg ist, dann ist das auch eine Strategie, oder? Jetzt hast du was Richtiges gesagt. Weißt du, was ich geglaubt hätte, was gewirkt hätte? Wenn diese 3 Millionen da das ganze Wochenende auf diese Straße geblieben wären. Das hätte was gebracht. Wenn die nicht geräumt hätten, scheißegal, der Wasser wäre angefahren worden, das wäre schon irgendwie gegangen. Aber wenn man dann da geblieben wäre, gar nicht mehr gegangen wäre. Da muss ich dazu sagen, die meisten sind ja mit Bussen gekommen, ja. Und müssen das ja auch planen. Die können ja einfach nicht ohne alles einfach da bleiben. Schon klar. Richtig, aber das sollte man vielleicht für den 29. einfach im Hinterkopf haben, dass man vielleicht flexibel genug ist. Weil weiß ja nicht, was passiert. Da gibt es doch, glaube ich, so ein Camp jetzt am Bundestag. Oder ja, am Kanzleramt, ne? Genau. Wie heißt der? Dirk Schellner oder so ähnlich. Könnt ihr mal gucken. Querdenken-Camp am Kanzleramt. Zwischen Kanzleramt und Bahnhof. Ja, das war, als wir weggegangen sind, wo der Ove gewartet hatte, da hinten dran. Und da sind wir über die Wiese gelaufen. Ja. Da campen die jetzt. Ja, gut, können wir. Übrigens habe ich dein Video genossen, also dieses
diese Musik und die, wie hieß denn die Frau, die hat da so einen tollen Song gesungen? Die Paula Piquet? Paula, ja. Oh, der war so toll. Ja. Also, wenn es den irgendwo mal zu downloaden gibt, dann würde ich mir den. Ich glaube, die Paula hat den auf ihrem Facebook-Profil, ganz normal. Kannst du einfach anklicken oder auf YouTube hat es auch, gibst du mal ein, Paula Piquet in Facebook, ihr Profil, und dann bist du bei ihr da. Ah, okay. Ja. So, jetzt mache ich mal Platz für die anderen. Ich habe jetzt schon lang geredet. Ich muss auch noch mal gucken, wo sind wir denn eigentlich? Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, mach's gut. Wünsche ich euch auch. Ciao. So, wo sind wir denn? Wir hatten regelnde Kopfklatsche und dann hatten wir den Boris Reitschuster. Ja, Boris Reitschuster hätte mir jetzt als nächstes, glaube ich, ne? Ich muss gerade mal gucken. Ja, genau. Und zwar, wie gehen die? Wir hatten es ja, bevor wir mit Ron gesprochen haben, hatten wir es ja von dem Basketballer. Und da haben wir uns mal angeschaut, wie gehen die Systemmedien damit um. Das haben wir ja gerade eben gesehen, wie sie damit umgehen. Allerdings erleiden jetzt wir oder die Systemmedien einen leicht bis mittelschweren Anfall von kognitiver Dissonanz. Und zwar, Boris Reitschuster hat auf seinem Blog einen Bericht geschrieben. Da hat man einen Benjamin Henrich, seines Zeichens Fußballspieler in der deutschen Nationalmannschaft, sich ein Herz gefasst und ist für seine Überzeugung auf die Straße gegangen. Da schauen wir doch mal ganz kurz beim ZDF rein, wie darauf reagiert worden ist. Benjamin, wer die Proteste und Demonstrationen über die letzten Tage hinweg gesehen hat, wird auch Sie gesehen haben. Sie waren Samstag bei der Black Lives Matter Demo dabei. Warum war das für Sie so wichtig, dort sehr lautstark, aber eben auch nicht nur mit der Stimme präsent zu sein, sondern auch mit dem Gesicht? Also Sie waren vor Ort. Was war daran so wichtig? Wo fängt für Sie beide Rassismus eigentlich an? Ist es für Sie im Moment eine besondere Zeit, wo Sie auch sagen, wir haben da eine Vorbildfunktion über die Menschenrechte, über das, was im Sport aktuell erlaubt ist und was nicht, also über die Diskrepanz zwischen der Meinungsfreiheit der Sportler, aber eben auch der Verbände, wollen wir dann im Laufe der Sendung noch sprechen. Vielen Dank Ihnen beiden bis hierher. Und Benjamin, wir sprechen natürlich nachher auch noch über Verantwortung, Zivilcourage und Rassismus. Wir wollen aber, wenn Sie schon unser Gast sind, das Sportliche natürlich nicht ganz aus den Augen verlieren. Ja, also das ist zunächst einmal, weil viele werden wahrscheinlich abfällige Bemerkungen bekommen. Wir haben das jetzt nicht wegen dem Henrichs gemacht, sondern wirklich nur mal zusammengeschnitten, wie hat das ZDF darauf reagiert, weil er die Meinungsfreiheit ernst genommen hat. Generell ist gar kein Problem, wenn das seine Meinung ist, ist alles prima. Ja? Er ist ja für die Freiheit der Menschen bei BLM auf die Straße gegangen. Aber jetzt bin ich hier verrutscht, einfach keine gute Sache mehr. Wir hinterfragen vielleicht zu viel, weil auf der einen Demo ist es gut und auf der anderen Demo geht es ja auch um Freiheit, da ist es nicht gut. Ja? Die Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja? Die müssen also der Standard sein, die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Abstand halten, Händehygiene und dort, wo wir Abstand nicht halten können, zusätzlich Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das gilt für drinnen und draußen. Also das ist die Grundregel. Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. So, und wer sich dann fragt, wie die beim ZDF denn so eingestellt sind, warum die so ungleich berichten, da hätten wir eine ganz tolle Erklärung. Schaut euch das mal an. Ja, also nicht nur beim ZDF, da wird hohl gedreht, sondern ganz allgemein und die merken das dann noch nicht mal. Hier haben wir einen Bericht von der FAZ. Und zwar, Leute, da liegt ein Monat dazwischen. Merken die nicht, was sie früher geschrieben haben? Ein Monat, 7.6., 3.8. Oh, 2 Monate, Entschuldigung. Ja, das ist gut, dass du aufpasst. Ich wollte nur, ob du noch geistig bei mir bist. Ja. Genau, also 2 Monate. Merken die nicht, was sie geschrieben haben?
So, und der 1.8., der ist noch, auf den wird ja noch dementsprechend reagiert von der Systempresse. Und wir wollten euch mal kurz den derzeitigen psychischen Zustand unserer Systempresse näher bringen. Die 13, bitte. Bleiben wir beim Sport. Beim Sport mit CH. Die Bild-Zeitung, die hat einen tollen Artikel gebracht. Das ist die 14, blenden wir mal ein. Und zwar, ab sofort drohen Fußballprofis die rote Karte, wenn sie einen Gegenspieler oder den Schiedsrichter absichtlich anhusten. Durch die neue Richtlinie sollen Profis und Referees besser vor dem Coronavirus geschützt werden. Nur bei einem eindeutigen Verstoß soll ein Spieler bestraft werden. Bei zufälligen Husten oder bei einem großen Abstand zwischen den Kontrahenten sollen keine Maßnahmen ergriffen werden. Es müsse eine eindeutige Handlung vorliegen. Also, die Spieler beider Vereine sowie der Schiedsrichter wird mit Corona-Erkrankung auf den Platz gelassen? Oder es ist eine weitere versteckte Propagandaart, den Menschen das Virus ins Gedächtnis zu rufen. Das glaube ich nämlich. Was meinst du? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es müsste ja erstmal ein Virus geben. Ach so. Also ich sag's mal so, Propaganda erkannt, Gefahr gebannt. Liebe Freunde, ich finde, hier ist brutal heiß, gell? Aber ja, ich meine, es ist nicht nur hier drin, da draußen auch, das geht voll ab. Ja, ich merke das gerade eben, ich habe hier einen Kontrollmonitor geguckt. Es ist unglaublich, also die ganzen, die haben alle recht gehabt, diese scheiß Klimaerwärmung. Echt? Es ist unfassbar, dass es so heiß wird. Ja. Und das auch noch im Sommer. Ja, hätte ich nie dran gedacht. Riesensauerei. Unfassbar. Da kommst du, allerdings hast du da eine tolle Sache angesprochen, weil ich habe hier einen Artikel, die Kids von Fridays for Future, die haben sich aufgrund des Klimawandels, haben die sich ja regelmäßig ihr Wochenende verlängert. Nur jetzt interessiert das momentan irgendwie niemanden mehr und ja, die reden ja alle über das scheiß Virus, ja. Aber die Kids, die sind super aufgeweckt. Sie haben eine neue Wochenendverlängerungsstrategie ausgearbeitet, was wir nur unterstützen können. Ja? Sie nehmen einfach den Montag. Schaut euch das mal an, die 16. Mahlzeit. Das ist doch eine wunderbare Nachricht. Ich habe die gestern bekommen und habe schnell ein Video darüber angefertigt. Und zwar so, dass die Leute schön darüber diskutieren können. Mensch, maskenfreier Montag. Das haben sich Schüler einfallen lassen, die... Und jetzt, das Bild habe ich von einer anderen Demo einfach mal genommen. Jetzt stellt euch mal vor, wenn die Schüler auf die Straße gehen und für einen maskenfreien Mond oder angelehnt an die Montagsdemos, an jedem Montag solche Demos veranstalten. Und nebenbei, dass die Schüler dann immer mehr werden, das ist eigentlich von alleine klar. Denn das ist wieder mal ein Tag, wo sie schwänzen können. Aber in diesem Fall müssen wir es einfach mal nutzen. Na klar, werden sie nicht die Bildung am Montag, an den Montagen genießen können, aber es werden immer mehr werden und das ist doch schön. Und die Idee ist doch super, denn mittlerweile haben die Schulen in MacPom eine Maskenpflicht eingeführt. Die sind doch wohl bekloppt oder was? Was soll denn das? Wir wissen doch alle, dass es Blödsinn ist. Aber das ist doch mal ein Ding, dass das funktioniert. Und ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass unsere Jugend da überhaupt drauf aufspringt. Aber das macht sie. Mensch, toll. Also wer das organisiert oder wer damit angefangen hat, einfach super stark. Liebe Eltern nochmal und liebe Großeltern, unterstützt eure Kinder.
Das werden zu Anfang wenige sein, das werden immer mehr werden. Denn, wie gesagt, dieser Schwänzeffekt, den können wir für uns ausnutzen. Das ist doch mal was. Also, ob sie in der Schule wenig lernen oder ein bisschen mehr lernen, das ist in diesem Fall egal. Es geht um die Sache an sich. Und wenn die Masken fallen, ja, dann fällt auch was anderes. Oh, ich bin so froh. Also, verteilt dieses Video bis zum geht nicht mehr. Alle sollen unsere Schüler unterstützen. Das ist wunderbar, einfach wunderbar. Jetzt kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Ich freue mich dermaßen. Also, bis zum nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Jawohl, und da haben wir den nächsten Anrufer in der Leitung. Und zwar Grüße aus Österreich, der Florian. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Hallo zusammen. Dankeschön, dass ihr auch mal einen Österreicher zu euch in die Sendung lasst. Ich möchte mal vorab sagen, wir finden das ganz, ganz großartig, was ihr zwei da auf die Beine stellt, beziehungsweise was die anderen Deutschen, die Gott sei Dank nicht so regimetreu sind, da auf die Beine stellen mit den Demonstrationen. Wir ziehen wirklich den Hut vor euch. Muss man wirklich sagen, nicht nur beim Song Contest seid ihr besser, sondern auch gegen Corona seid ihr besser drauf. Vielen, vielen lieben Dank. Wir würden das sehr, sehr gerne machen, auch in unserem Land. Nur sind uns leider wirklich die Hände gebunden. Die Politik ist bei uns sowas von streng drauf. Du wirst wegen Sachen angezeigt, gestraft, teilweise ist es jetzt mittlerweile sogar schon eingesperrt, wenn du einfach nicht der breiten Masse mitläufst. Und ich verfolge das seit März. Ich wurde im März von der Republik Österreich eingezogen, wieder als Zivildiener sozusagen, als Sanitäter. Mhm. Und durfte oder musste dann 2 Monate Dienst machen. Und es war sehr, sehr interessant, weil man wusste ja wirklich nicht, was da auf uns zukommt. Ob das jetzt Ebola ist, ob das wirklich dieser Coronavirus ist, wie auch immer, war da sehr skeptisch, habe mir das Ganze angeschaut. Und musste dann in den Nachtdiensten feststellen, dass Ärzte bei uns in Österreich, die keinem Kassenvertrag unterliegen, eigentlich ganz eine andere Meinung hatten, als wie die Ärzte, die was auf Kassen angewiesen waren. Die, die was angewiesen waren, die haben am liebsten gleich 5 Mundschutz gleichzeitig getragen. Und die nicht bei der Kasse sind, die sagen dann, naja, es ist halt so schlimm und das, da steckt was anderes dahinter. So, jetzt fast 5 Monate später wissen wir, dass dieser Coronavirus doch nicht so gefährlich ist, beziehungsweise ob es ihn überhaupt gibt. Und das hat mich, nachdem ich jetzt so Sanitäter, so Halbmediziner bin und eigentlich schon immer alles sehr, sehr gerne hinterfrage, weil ich es hasse, dass sowas wie 1938 noch einmal passiert, dass Millionen von Menschen irgendjemandem nachlaufen, ohne etwas zu hinterfragen. Wir wissen alle, was da passiert ist und sowas darf nicht mehr passieren. Ja. Sehr, sehr skeptisch hinterfragt habe und eigentlich wieder auf 2 unterschiedliche Ärztemeinungen gestoßen bin, sodass ich gesagt habe, okay, ich bin selbst kein Arzt, ich mache mir jetzt selbst meine Meinung. Und diese Meinung habe ich mir letzte Woche selbst gebildet. Ich habe mir einen PCR-Test machen lassen oder absolviert. Der hat mir um die 130 Euro bei uns in Österreich gekostet. Und weil ich den Sanitäter kannte, der eigentlich den Abstrich an mir nehmen musste, haben wir was Unerlaubtes gemacht. Und zwar, wir sind vorher noch zum Hofer, also in Deutschland zu Aldi gefahren. Ja. Und haben dort wirklich Kiwis, die was dort gelagert sind, gekauft und haben die mitgenommen. Ja. Und haben dann dieses Stäbchen, was eigentlich in den Rachen eingeführt werden sollte, in die Kiwi eingetaucht und haben das dann zur Analyse ins Labor geschickt. War natürlich sehr dumm oder sehr, sehr mutig, weil du musst natürlich die Sozialversicherungsnummer und deinen Namen angeben. Und es war wirklich lustig, nach 48 Stunden kam eine E-Mail an mich gerichtet. Ich möge mich bitte sofort an die zuständige, bei uns heißt das Bezirkshauptmannschaft, melden, da ich Covid-19 positiv getestet wurde. Also die Kiwi hatte Corona? Die Kiwi hatte Corona, ja. Und für mich war das, wie gesagt, es war blöd, halt auch mit dem Spiel, das gebe ich offen und ehrlich zu. Und viele Zuhörer werden jetzt sagen, oh mein Gott, ist der Öse blöd, der spielt da mit Sachen, die ja nicht nötig wären. Aber es war mir ein Bedürfnis, weil ich dann sofort einen zweiten Test gemacht habe, der was dann auch 48 Stunden wieder herausstellt, dass ich nicht Covid-19 positiv bin, sondern dass ich negativ bin. Und jetzt stellt sich für mich wirklich die Frage, wie unverantwortungslos Aldi, Hofer, Edeka, wie sie alle heißen bei euch in Deutschland, diese armen Geschöpfe an Kiwis, die alle Covid-19 positiv sind, massenweise herumlummern in den Geschäften und uns
Volk eigentlich so ruinieren und diesen tödlichen Virus näher bringen. Und ich muss ehrlich sagen, ich und wir sind mittlerweile sehr, sehr viele im Freundeskreis, wir haben die Schnauze so voll, was uns hier vorgespielt wird. Diese Lügen, diese Sachen vom Bundeskanzler aus, der Virus ist gefährlich, aber erst nur zwischen 19 Uhr abends und 2 Uhr früh, wie es bei uns im Bundesland Kärnten zum Beispiel war, da darfst du nicht fortgehen, da kommt der Virus, aber ab 2 Uhr früh ist er dann tausende Kilometer auf Mallorca wieder. Also ich gratuliere dem Virus, was der für geografische Kenntnisse hat und wie schnell der eigentlich von Ort zu Ort düst, dass wir gesagt haben, wir würden gerne aufstehen auf die Barrikaden. Nur in Österreich werden wir einfach, und ich glaube, noch mehr unterdrückt, als wie ihr in Deutschland draußen. Bei uns wird gar nichts mehr genehmigt und die Gefahr, was ich gerade sehe, sind leider, oder Gott sei Dank werden sie von Tag zu Tag weniger, aber leider immer noch diese vielen, ja, gut Menschen will ich jetzt nicht sagen, aber diese Menschen, die einfach nichts hinterfragen, die alles glauben, was in den Medien Tag für Tag von sich gegeben wird. Und solange wir diese Leute nicht überzeugen können, und da finde ich es wirklich toll mit euren Demos, die friedlich ablaufen, weil der Vorredner zuerst gerade gesagt hat, man kann mit Liebe keine Gewalt vertreiben, sagt die Art. Also ich hoffe, dass es friedlich bleibt. Gewalt braucht keiner. Aber dass wir einfach diese Leute mit ruhiger, gewissener Argumentation wirklich auf unsere Seite ziehen können, damit dieser Spuk und was da wirklich läuft, diese Propaganda jetzt endlich mal ein Ende findet. Wie hat's der Markus Heinz, als wir ihn gesehen haben in Berlin, hat er gemeint, wir werden sie einfach an die Wand lieben, die haben gar keine Chance. Was will man da machen? Ne? Eine Frage hätte ich noch bezüglich Österreich. Ist da auch diese starke Denunziation von Mitbürgern? Ja, die ist ganz, ganz streng. Also ich komme aus Oberösterreich, in der Nähe von Linz, wenn ihr das kennt. Und wir sind doch eher mehr so ein kleines Dörfchen, wo du dir denkst, mit dem Nachbarn, den kennst du gut und du sitzt mit dem auf dem Bier zusammen im Sommer und grillst. Und da wurde denunziert, das war Wahnsinn. Also so stelle ich mir im schlimmsten Traum, stelle ich mir vor, dass es so in der DDR war. Da wurde geschaut, Autokennzeichen, oh, der ist gar nicht von diesem Ort, der ist Hausnummer 80 Kilometer von da entfernt, was macht er da? Das wurde fotografiert, das wurde an die Polizei weitergeleitet, es wurde gestraft und es ist ja auch bei uns in den Medien gestanden, zum Beispiel im Bundesland Tirol, auf eine Familie mit Kindern wurde ein Warnschuss von der Polizei abgegeben. Das habe ich mitbekommen, ja. Ich nicht. Die waren im Wald und die Polizei hat dann, wenn das derselbe Fall war, ansonsten korrigier mich, die Familie hat gesagt, hey, was will der hier, wir sind hier allein, hier ist nichts, wir gehen einfach. Und daraufhin hat der Polizist dann einen Warnschuss abgegeben. Ist das korrekt? Ist korrekt, ja. Also das wurde erst in den Zeitungen geschrieben und wir haben natürlich auch recherchiert, weil wir nichts aufgreifen, was nicht der Wahrheit entspricht. Und da wurde uns das von der Presse, Polizei auch mitgeteilt und in den Medien dann verbreitet. Und das Wichtige, auf das ich jetzt warte, die nächsten 3-4 Tage aufgrund dieses PCR-Tests, Covid-19 positiv durch Kiwi, wurde von meinem Team hier eine Presseaussendung gemacht an alle Medienvertreter in Österreich. Und ja, große Medien gibt es ja bei uns nur 6 Stück, wo wir eigentlich jetzt gar nichts zurückbekommen haben oder nein, das können sie nicht veröffentlichen. Das ist schon wieder so richtige Zensur, wo man doch nur einseitige Berichterstattung schreibt. Und wenn ich mir überlege, ich würde morgen schreiben, oh mein Gott, ich bin Covid-19 positiv und mir geht es so schlecht und ich würde das alles nur inszenieren, dann bin ich mir sicher, dass ich in allen Medien vielleicht sogar es auf die Titelseiten schaffen würde. Das finde ich traurig. So wie sie es gerade brauchen, meiner Meinung nach, steht da auch eine Agenda dahinter, bezüglich, ich weiß nicht, wie du es so siehst, aber bezüglich des Finanzsystems, das ist ja mit Zins jetzt mal rechnerisch am Ende und die müssen ein neues System auffahren und da hilft ihnen Corona. Ja? Das ist meine Meinung. Bestimmt. Also bei uns in Österreich kann man wirklich sagen, also 2/3 der Bevölkerung, die ist schon arbeitslos. Ups, da ist jetzt die Verbindung weg. Nee, kommt nicht mehr rein. Lieber Florian, tut mir leid, wenn du magst, würde ich mich nach der Sendung einfach nochmal melden. Ich weiß nicht, warum die Verbindung auf einmal weg ist. Probier es einfach nochmal.
Jetzt klingelt es nochmal. Zweiter Versuch? Ja, zweiter Versuch. Ja. Auf einmal war die Verbindung weg. Sie wurden wir schon zensiert. Das kann sein, das kann sein. Aber kommen wir auch kurz zum Ende. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Wünschen für die Zukunft. Also sollte ein Virus wirklich geben, der. Ah, da ist sie wieder weg. Nun gut, ich schreibe dich direkt nach der Dings nochmal an, Florian, nach der Sendung, ja. Und dann quatschen wir da nochmal. Würde ich sagen, mach mal weiter im Programm. Hier hat gerade jemand auf Facebook. Ja. Ruf mich mal an, ich habe auch was Lustiges da. Der Maxim, ja. Hat er auch in die Gruppe schon reingeschrieben? Nein, er findet irgendwie die Gruppe nicht, aber das können wir ja gleich klären. Aber machen wir erstmal den nächsten Bericht weiter. Machen wir erstmal ein bisschen und holen wir den Maxim noch rein. Genau, und zwar kommen wir jetzt zum Locus. Fokus. Das ist kein großer Unterschied. Ach so, okay. Und zwar, der Fokus hat diese Woche den absoluten Bock geschossen. Und zwar, die bringt es auf ihrer Website raus, ohne rot zu werden. Schaut euch das mal an. Wir blenden es einfach nur mal ein und sagen nichts dazu. Okay. Die Union bleibt im Umfragehoch. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden 38% der Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme der CDU-CSU geben, wie der am Donnerstag veröffentlichte ARD-Deutschland-Trend ergab. Die Grünen verlieren 2 Punkte, sind mit 18% aber weiter zweitstärkste Kraft. Die SPD büßt 1 Punkt auf 15% ein. Die AfD kann sich um 1 Punkt auf 11% verbessern, die Linke bleibt bei 7%. Die FDP verbessert sich im Vergleich zu Anfang Juli um 1 Punkt auf 6%. Der Umfrage zufolge erfreut sich die Bundesregierung einer Rekordzustimmung unter den Bürgern. Demnach gaben 64% der Befragten an, sie seien mit der Arbeit der Bundesregierung sehr zufrieden oder zufrieden. Dieser Wert war zuletzt im Mai so hoch und ist laut ARD der beste, den je eine Bundesregierung im Deutschlandtrend erzielt hat. Das von der ARD und Infratest DIMAP monatlich ermittelte politische Meinungsbild wird seit 1997 erhoben. Die Zufriedenheit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ebenfalls weiterhin hoch. 71% sind mit ihrer Arbeit derzeit sehr zufrieden oder zufrieden. Mit der Arbeit von Gesundheitsminister Jens Spahn zeigten sich 60% sehr zufrieden oder zufrieden, ein Plus von 3 Punkten. Finanzminister Olaf Scholz büßte 2 Prozentpunkte ein und kam auf 57% Zufriedenheit. So. Ey, die sind so geil, oder? Ja. Die sind so geil. Das kann weg. Und die sind so geil. Wir sind so zufrieden mit denen. Und zwar so super, dass der Bund auch noch verklagt wird. Und zwar von Maskenlieferanten. Ja. Auf die Bundesregierung rollt eine Bericht zufolge wegen ausstehender Zahlungen für den Kauf von Schutzmasken in der Corona-Krise eine Klagewelle zu. 48 Lieferanten, die vom Bundesgesundheitsministerium nicht oder nur teilweise für gelieferte Ware bezahlt worden seien, hätten Klage eingereicht, berichtete die Welt am Sonntag unter Berufung auf das zuständige Bonner Landgericht. Pro Woche kommen demnach etwa 10 weitere Klagen hinzu. Insgesamt forderten die betroffenen Unternehmen laut Schätzungen mehrerer Kanzleien ausstehende Zahlungen von etwa 400 Millionen Euro ein. Kläger und Oppositionspolitiker vermuten hingegen, das Ministerium wolle sich seinen Zahlungsverpflichtungen entziehen, nachdem es festgestellt habe, deutlich zu viele Masken bestellt zu haben. Die Einkaufstour des Ministeriums sei völlig aus dem Ruder gelaufen, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katja Dörner. Also, wenn ihr da mal nicht drauf ausrutscht. Naja gut, und mit Geld, da hat's die Bundesregierung ja sowieso noch nicht so, und mit Rechnen, ja, darum der nächste Bericht direkt hinterher, die 20 bitte.
Und zwar, wie wir alle wissen, ist die Insolvenzmeldepflicht aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung bis 30.09.2020 vorübergehend außer Kraft gesetzt. Viele Wirtschaftsexperten warnen vor einer Insolvenzwelle ab Oktober 2020. Aber Justizministerin Christiane Lambrecht von der SPD ist ein richtiges Schlitzohr. Verschieben wir das doch einfach bis März im nächsten Jahr. Und das Kasperle-Theater, das geht noch weiter. Die CDU ist strikt dagegen. Sie möchte die Verlängerung nur bis 31.12. diesen Jahres. Die sind beim sich aus dem Staub machen einfach schneller als die SPD. Ja, also die CDU ist nicht nur schneller beim aus dem Staub machen, sondern auch beim Aufwachen. Beim Aufwachen ist er auch schneller. Arnold Fartz hat sich über die Reaktion der Presse und seiner Partei, seiner Parlamentskollegen geäußert und NTV hat sofort die Gesinnungskeule ausgepackt. Das ist der Bericht 22. Genau, die Nummer 22. Unionsvize vergleicht Deutschland mit DDR. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Arnold Fartz, hat die Bundesrepublik mit der DDR und die Berliner Polizei mit der Volkspolizei der SED-Diktatur verglichen. Los ging es mit Einführung der Maskenpflicht, nachdem es lange hieß, Masken nützen nichts, solange es keine zu kaufen gab. In der DDR streute die Partei Bananen, seien gar nicht so gesund, schreibt Warz und unterstellt der Bundesregierung, Strategien der DDR-Führung zu übernehmen. Tja, so, da hat die schwarze Witwe wohl vergessen, aus der CDU einen wegzubeißen. Soll ja mal vorkommen, man wird ja vergesslich mit der Zeit. Aber das übernehmen dann direkt die Wadenbeißer aus der GroKo. Da haben wir hier einen wunderschönen Tweet, die Nummer 23. Ach, mein ganz spezieller Freund. Mein ganz spezieller Freund. Und hier ist noch ein Kommentar aus dem Netz. Pöbelralle wieder in Bestform. Wenn jetzt das Grundgesetz geändert werden soll, damit Demonstrationen leichter verboten werden können, sieht Stegner die Meinungsfreiheit nicht in Gefahr. Wenn in Berlin, wenn in Berlin eine friedliche Versammlung, bei der Menschen ihre grundgesetzlich verbrieften Rechte in Anspruch nehmen, durch die Polizei teilweise gewaltsam aufgelöst wird, findet Stegner das völlig in Ordnung. 100.000 Menschen, die anderer Meinung als er selbst sind, als Spinner zu bezeichnen, ist für Stegner schon Standard. Wer Mitglied in diesem Laden ist, muss sich im Klaren darüber sein, dass er damit die größten Pfeifen wie Esken, Lauterbach und Pöbelralle mit seinem Mitgliedsbeitrag unterstützt. Und jetzt kommen wir noch zu dem Link, weil ich habe den Tweet bekommen, ja. Habe ich gesagt, den Original-Link, den müssen wir in die Videobeschreibung reinmachen. Gefunden. Wir haben gesucht. Ja, aber die Suche ist recht spannend. Ja, die blenden wir euch mal ein, unsere Suche. So, Mann, Leute, ich bin hier am Suchen. Also, das ist jetzt Ralf Stegner, sein Twitter-Profil. Da habe ich jetzt hier was gefunden, aber ich kann da drauf nicht zugreifen, weil ich selbst nicht bei Twitter jetzt angemeldet bin, aber wenn jemand von euch den Link findet, dann kann er uns den gerne mal zusenden, weil ich finde den jetzt nicht, den haue ich jetzt nicht in die Videobeschreibung rein. Nur was uns hier auffällt, guckt euch das mal an. Andi, guck mal hier, ich scroll jetzt mal hoch. Ja, 6. August und der Tweet von ihm war ja am 7. August. Ja, 7. August, heute ist der 10. Ja, heute ist der 10. August und wir sind jetzt gerade beim 8. August. Also, ich frage mich, wie oft twittert der? Was macht der eigentlich sonst noch? Ja, das sind ja alle möglichen Tweets, wo er retweetet. Ja, der antwortet also darauf, etc. Der ist hauptberuflich, ist der Twitter-Nutzer, kann das sein? Ja, vielleicht sollte mal der Bundesrechnungshof überprüfen, wofür der überhaupt bezahlt wird. Und ich dachte, die Schäbli wäre schon schlimm. Der wird hier fürs Twittern bezahlt, habe ich das Gefühl. Unfassbar. So unglaublich. Kennst du das noch damals im Unterricht? Wir hatten ja keine Handys, aber später bei irgendwelchen Meetings und ich habe mir das von meinem Neffen auch sagen lassen,
Im Unterricht gibt es Handyverbot. Sollten wir vielleicht im Bundestag auch mal drüber nachdenken. Guck mal hier an. Also 59.000 Follower, aber 55.000 Tweets. Das also ist etwas über einen Tweet pro Follower. Das ist mal eine Leistung. Also du bist bei Ralf Stegner immer auf dem Laufenden, weil ich glaube, der antwortet dann immer sofort. Auf alles. Ton? Ja, Ton. Ton haben wir. Ja, ja. So, da sind wir wieder. Und da die Systemmedien natürlich weiterhin an ihrem Narrativ festhalten, dass Berlin von 20.000 wirren Köpfen geflutet wurde, wollen wir euch folgendes Video nicht vorenthalten. Andi, die 25. Ja, ich muss ihn so. Die Frage der letzten 2-3 Tage, die ganz Deutschland beschäftigt und worüber alle diskutieren, hat in Berlin eine Demonstration mit 1,3 Millionen Menschen stattgefunden oder mit lächerlichen 20.000? Die Frage kann ich natürlich auch nicht beantworten. Hier aber ein ganz kurzes und ganz schnelles Video. Ich versuche das wirklich ruckzuck über die Bühne zu bringen, daher auch ein bisschen improvisiert, ohne guten Ton. Und wir sehen die Berichterstattung, die Mainstream-Presse behauptet, 1,3 Millionen wäre völlig erfunden. Das behaupten jedoch die Veranstalter. Sie sagen, also die Medien sagen, es wären ungefähr 20.000 Menschen, teilweise 17.000 Menschen gewesen, nach Angaben der Polizei. Und da ist eine riesige Diskussion im Gange. Wir sehen hier die Berichterstattung zum Beispiel auf tagesschau.de und hier werden dann Vergleichsbilder gegenübergestellt. Da haben wir auf der linken Seite zum Beispiel die Love Parade, ja, gigantisch volle Straße des 17. Juni, Menschenmassen ohne Ende. Und dann haben wir rechts ein Bild, da sehen wir ein paar Menschen unten um die Bühne herum mit großen Lücken auch in Richtung Brandenburger Tor. Hinten am Brandenburger Tor sind dann nochmal ein paar Leute mehr und die große Frage ist, wer lügt? Und mir ist etwas aufgefallen und das will ich ganz kurz in diesem Video mit euch besprechen. Abgesehen davon, dass die Wahl der Perspektiven, diese beiden Bilder hier gegenüberzustellen, halt einfach schon wahnsinnig manipulativ ist, weil dies hier ein unheimlich fokussiertes und auf die Menschen fokussiertes Foto ist, was ungefähr, ich sag mal, 40% des Raumes dieses Fotos quasi mit Menschen ausmacht und hier eine Perspektive gewählt ist, die 90% irgendwie eben keine Menschen zeigt, sondern Wald und Städte. Das ist also schon mal unterbewusst medienmäßig sehr manipulativ. Ist mir Folgendes aufgefallen bei diesem Foto, was hier verwendet wird von tagesschau.de, aber auch in ähnlicher oder gleicher Form von vielen anderen Mainstream-Medien. Und dazu gehen wir jetzt mal in dieses Foto hinein. Es ist genau das, was ich da gerade hatte und zoomen mal ein bisschen heran. Wir haben ja den Vorteil, dass wir hier im unteren Segment den Schattenwurf sehen, den die Bäume rechts verursachen. Ja, das ist also die Straße des 17. Juni. Wir befinden uns quasi, ich vermute mal in einem Helikopter oder in einer Drohne, ich weiß es nicht genau, oberhalb der Siegessäule. Und wir fotografieren hier runter in Richtung Brandenburger Tor, die Straße des 17. Junis, ziemlich parallel hinunter. Wir haben den Vorteil, dass wir hier rechts den Schattenwurf erkennen können. Ja? Und auch an den Menschen, die hier sind, wenn wir uns diese Person hier zum Beispiel anschauen, dann sehen wir einfach, dass die Schatten von den Personen oder auch von den Bäumen logischerweise durch die Sonne quasi in einem nahezu 90 Grad Winkel zur Straße stehen. Ja? Die Sonne scheint von rechts, wenn wir Richtung Brandenburger Tor gucken, scheint die Sonne von rechts und sie wirft einen Schatten ungefähr im 90 Grad Winkel. Ich würde sagen, nicht exakt im 90 Grad Winkel. Ich würde sagen, die Sonne ist ein klein wenig weiter als 90 Grad. Also ich würde mal so von 95 oder vielleicht 100 Grad ausgehen. Auf jeden Fall also fast im 90 Grad Winkel. Und jetzt gibt's dank unserer lieben Solar-Experten und Freunde, die also Solaranlagen auf ihre Dächer packen, gibt's die Seite sonnenverlauf.de, wo man tagesaktuell für jede Position in Deutschland nachschauen kann, wo sich zu welchem Zeitpunkt die Sonne befunden hat. Ich habe hier oben schon mal ausgewählt, die Straße des 17. Juni in Berlin. Wir sehen auch hier, wir befinden uns mittig darauf. Links ist der große Stern und damit die Siegessäule in der Mitte. Hier ungefähr ist das Foto dann entstanden, was wir gesehen haben. Es ist dann runter fotografiert die Straße des 17. Juni und zwar in Richtung des Brandenburger Tors, was wir hier am rechten Rand haben. Und ziemlich mittig dürfte die Bühne platziert gewesen sein. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den 1. August auszuwählen. Das habe ich getan. Und hier oben haben wir jetzt einen Schieberegler. Mit diesem Schieberegler können wir genau gucken, wo an diesem Tag, zu welcher minutengenauen Uhrzeit, hier oben verändert sie sich dann immer, die Sonne gestanden hat. Und wenn wir jetzt sehen,
Also dieses Foto zeigt 90 Grad Winkel, ein bisschen mehr als 90 Grad, aber so Pi mal Daumen 90 Grad Winkel zur Straße. Heißt das, die Straße verläuft so hier leicht nach rechts oben gekippt, würde ich sagen. Ja? Das heißt, wir bewegen uns jetzt mal einfach in den 90 Grad Winkel zur Straße. Und der dürfte ziemlich genau... Das war zu weit. Ich würde sagen, hier erreicht sein. Hier befinden wir uns genau im 90 Grad Winkel zur Straße, so nach Augenmaß. Ja? Jetzt sagen wir aber, wie gesagt, so, wenn ich das sehe, so ein klein bisschen ist die Sonne ist schon weitergewandert. Also so ein klein bisschen ist dieser 90 Grad Winkel überschritten. Das heißt, wir schauen mal hier und geben hierüber über den Schieberegler noch ein bisschen was hinzu. Ich würde sagen, so großzügig. So. Ja, jetzt haben wir ungefähr das, was wir hier als Winkel, als Schattenwurfwinkel sehen, haben wir jetzt ungefähr hier abgebildet. Ich glaube, wir sind sogar schon ein bisschen zu weit, aber lassen wir es mal so. Wenn wir uns dann die Uhrzeit angucken, dann können wir ablesen, was bei diesem Schattenwurf und Stand der Sonne für eine Uhrzeit war auf diesem Foto. Das heißt, dieses Foto ist dem Schattenwurf nach und dem Sonnenstand nach gegen 13.20 Uhr. Ja, man kann im Prinzip einen Rahmen festlegen, wenn dann hier der 90-Grad-Winkel ungefähr erreicht war, dann war das 13.05 Uhr bis 13.30 Uhr. Also irgendwo in diesem Segment zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr ist dieses Foto von der Tagesschau entstanden. So, ich zoome mal wieder raus. Das lässt sich also hier wissenschaftlich, glaube ich, also das ist schon fast wissenschaftlich, ja, lässt sich das also wirklich belegen und nachweisen. Soweit meine Interpretation. Das heißt, dieses Foto, was die Medien verwenden und sagen, da war ja gar nichts los, ist 2 Stunden vor der Veranstaltung entstanden. Ja? Ist das jetzt ein Versehen? Nun, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann das nicht beurteilen. Ja, ich kann mir nur meinen Teil denken und ich denke, das ist kein Versehen, da genau so ein Szenario nicht das erste Mal aufgekommen ist. Ja, also ich habe das in der Vergangenheit schon einmal beobachtet bei einer gewissen Geschichte in Amerika. Und es ist insofern keine neue Erkenntnis, dass solche Bilder gerne dann verwendet werden. Also ich lese, wie gesagt, daraus ab, dass das 2 Stunden vorher entstanden ist. Deswegen ist da eben nicht so viel los. So, die Menschen waren zu diesem Zeitpunkt alle noch unterwegs in der Stadt auf dem Demonstrationszug, der dann hier endete. Gegen ungefähr 15.30 Uhr begann dann dort das normale Bühnenprogramm. Also genau die Uhrzeit habe ich noch nicht mitbekommen, aber zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr soll dann hier auf dieser kleinen Bühne hier unten das Programm gestartet worden sein. Ja, und bis dahin hat sich dann diese ganze Geschichte, die um 13.30 Uhr wirklich noch sehr leer war, gebe ich zu, ja, hat sich diese ganze Ebene dann eben entsprechend gefüllt. Nun, übrigens, diese Fahrzeuge, die wir hier hinten sehen, diese Polizeiabsperrung, die dann da quer gestanden hat, die hat übrigens Laufschriften laufen in den Fahrzeugen, dass der Veranstaltungsort überfüllt sei und deswegen gesperrt. Ja, kann sich jeder seinen Teil zu denken. Ich auf jeden Fall finde es krass, dass das also quer durch alle Medien so verwendet wird, diese Fotos oder von diesem Sonnenstand, von der Uhrzeit her. Ich fühle mich halt ein bisschen verarscht. Und ich interpretiere dementsprechend auch die Zahl der 20.000. Ich meine, keine Frage, die 1,3 Millionen halte ich auch für übertrieben. Aber irgendwo dazwischen werden wir liegen. Und ich denke mal, nicht nah an den 20.000. Soweit ist meine Interpretation. Aber das bleibt ja jedem selber überlassen. Ich wollte euch das nur mitteilen, dass man das ja hier sich selber mal anschauen kann. Sonnenverlauf.de, ich verlinke das unten drunter. Ich verlinke auch den Tagesschau-Artikel und das Bild unten drunter, sodass jeder sich das nochmal selber anschauen kann. Oder vielleicht auch aus anderen Leitmedien, Qualitätsmedien sich die entsprechenden Fotos anschauen kann und dort den Sonnenstand sich nochmal anschaut und das mit sonnenverlauf.de versucht, zeitlich einzugrenzen. Soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Ich glaube, da sind wir wieder da. Ja, jawohl. Ich befürchte es auch. Ja, war ein längeres Video. Wir sehen das nicht, wie lange das noch geht. Du musst quasi zugucken. Einen wunderschönen guten Abend, Maxim. Und da haben wir auch den nächsten Anrufer direkt in der Sendung. Maxim, du bist live. Willkommen in unserer Live-Sendung. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Endlich sieht man euch wieder live. Das ist ja schön. Ja, hat ein bisschen gedauert. Ein Kompliment. Die Sendung ist sehr geil gestaltet. Also, ja?
richtig gut. Ah ja, okay, wir haben auch viele tolle Kommentare. Da schreibt einer, ich lasse mir von einem Hartz-IVer und einem Hauptschüler die Welt erklären. Ich weiß nicht, wer das ist, keine Ahnung, aber gut. Freu dich schon mal auf die Walk. Das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. Ich sag immer auch meinen Bekannten, meinen Freunden, wenn irgendeiner Scheiße labert, lass doch die Dummen reden. Genau. Was da aus Röhren der Hütte, weißt du? Wir lieben sie an die Wand. Gut, was hast du denn auf dem Herzen? Ja, pass auf, ich habe auch was Lustiges. Ja. Du, noch am Anfang von dieser Corona-Zeit und so weiter, gab es ja zwei Vorfälle, wo wir richtig gelacht haben drüber mit meinen Kollegen und ich selbst auch mit der Familie. Der eine war, wir waren in also Raststadt, das ist bei Karlsruhe ohne zu arbeiten. So, da kommt zu uns dieser Tunnelwart und sagt, pass auf, heute kommt Fernseher, die wollen filmen, wie die Leute während Corona-Zeiten arbeiten. Mhm. Also müsst ihr Masken anziehen. Habt ihr sonst nie an? Sonst, nee, die Sache ist die, ich arbeite, wir arbeiten mit dem Steiger. Also das heißt, ich stehe hinten im Korb, 12 Meter weit von meinem Kollegen und 8 Meter über die Erde und repariere irgendwelche Elektrikmist da oben am Gewölbe vom Tunnel. Und der Kollege sitzt in der Kabine vom Steiger allein. Das ist ein LKW mit so einem ausfahrbaren Arm. Ne? Ja, ja. So, also wir sind voneinander ziemlich viele Meter entfernt. Und jetzt sollen wir auf einmal Maske anziehen, weil die Kollegen sind über den Tunnel verteilt. Der Tunnel ist über 3 Kilometer lang. Einer arbeitet dort an einer Notrufnische, der andere da an einer Elektronische, der dritte arbeitet irgendwo in Betriebsgebäude drinne, wo auch keine Sau ist und der ist da drüben allein. Aber wegen so einer Filmtruppe sollten wir eine Maske anziehen. Wo wir gesagt haben, pass auf, ja, kannst du hier bleiben, rufst uns an, wenn die wieder weg sind. Da haben wir uns natürlich ins Auto gesetzt und sind einfach nur weggefahren, irgendwo Döner essen. Fertig, aus. Als die Fernsehleute weg waren, kamen wir wieder an. Natürlich werden die ganzen Anfahrt- und Abfahrtstunden geschrieben. Also selber schuld, wie gesagt. Ja gut, ja, aber wenn ihr nicht da wart, Maxim, habe ich eine Zwischenfrage. Ich habe eine Zwischenfrage. Wenn ihr nicht da wart, ihr wart ja Döner essen, wen haben die dann gefilmt? Ja. Ne, die kamen einfach hin, haben die Leute von der Strabag gefilmt, die den ganzen Tunnel abgesperrt haben und Bereich davor, die irgendwo da draußen noch so ein bisschen Rasen gemäht haben und so weiter, haben Bericht gebracht, dass der Tunnel jetzt für eine Woche nachts immer gesperrt ist. Fertig. Wir waren nicht da. Okay, und die, nur so. Und die Leute, die da abgesperrt hatten und so, die sind dann mit Maske da rum und die da den Rasen gemäht haben. Die gehörten dann nicht zu euch? Nö, waren die nicht. Die haben gesagt, leg mich am Arsch, Kollege. Fertig. Das heißt, es gab Bilder ohne Arbeiter. Einfach nur. Nee, das waren nur so Bilder von irgendwelchen Absperrpylonen und so weiter. Ja. Und irgendwo so aus der Entfernung, dass da jemand arbeitet, aber so nah Aufnahmen gab es nicht. Tja. Die haben sich halt ja, so entschieden, das nicht zu filmen, weil alle geweigert haben, Masken aufzuziehen. Ja. Wäre ja auch Blödsinn, wenn die Leute von sich mehrere zig Meter entfernt sind. Ich meine, ihr seid ja. Oder gleich vor dem Tunnel und nach dem Tunnel auf mehrere Kilometer sogar. Ja. Dann, das ist doch Blödsinn, oder nicht? Es ist ja auch noch dabei im Straßenbau, dann habt ihr natürlich das Problem, man schwitzt, es ist anstrengend, es ist körperlich harte Arbeit. Ja. Und es ist meistens unter freiem Himmel, es stört einfach nur. Wenn sie was bringen würde, die Maske. Dann wird man ja drüber reden können, aber ich meine, kannst du ja mal die Virologen anschauen, wenn die Masken anziehen, was die für Masken anziehen, um also sich vor... Also die im Labor arbeiten, ja. Geschützt sind. Genau, die Schutzmasken anziehen, Schutzmasken und keine Stofflappen, ja. Naja, sagen wir so, ich würde eine Maske anziehen bei der Arbeit, wenn ich irgendwo da oben im Tunnel stehe und Lampen mache und dabei an mir vorbei, 50 Zentimeter an mir vorbei, irgendwelche LKWs und Autos vorbeihuschen. Mhm. Ja, na,
wegen Auspuffgase und so weiter. Da schütze ich mich aber deswegen, aber nicht, weil da irgendwelche Corona-Mist da in der Luft irgendwo verbreitet wird. Ja. Nur deswegen, wegen Staub, wegen, wegen Abrieb und natürlich wegen Auspuffgase. Da ziehe ich eine Maske auf. Ja. Aber nicht so ein Scheiß, was hier so, ich habe letztens hier, meine Frau hat gebracht, da ist so eine Packung, 5 Stück, 1 Euro pro Stück. Und bei dem Scheiß reißen ständig diese ganze Gummizüge. Ja. Sogar im Geschäft. Es gibt also, auch manche Masken, die sind richtig teuer. Da zahlst du 5 Euro für 2 Stück. Da denke ich mir, okay. Ja, ja, ich habe schon welche gesehen, die waren 3 Stück am 15 Euro Preis. Ja. Okay, ist dann wahrscheinlich eine Designermaske, wenn die so teuer ist. Nein. Ja? Nee? Ja. Okay. Und zweite Geschichte war bei mir in der Stadt, also ich war allein unterwegs. Wir haben so einen Teich, wo man auch angeln darf. Also ich bin dafür berechtigt, ich habe ja die ganzen Papiere und so weiter in der Tasche. Jetzt sitze ich komplett alleine da. In der Regel, das hat jeder, der Angelschein gemacht hat, der weiß es, in der Regel, jeder Angler hat seinen Angelplatz sauber zu halten. Mhm. So, weil dieser Teich aber im Stadtzentrum befindet, da setzen sich alle hin und schmeißen natürlich ihr Müll irgendwo ins Wasser oder lassen das am Wasser liegen, am Ufer liegen, irgendwo an der Kante und so weiter. Jetzt komme ich und will da an der Stelle angeln. Mhm. Wenn da einer von der Fischereiaufseher kommt und mich dabei sieht, dass ich da sitze und um mich herum so eine Müllheide ist, zahle ich bis 500 Euro und kann sogar gesperrt werden. Ja, wieso, wenn du es ja nicht warst? Ich meine, die müssen ja erstmal beweisen, dass der Müll von dir ist. Das muss man nicht, das ist in der Regel so und basta. Weißt du, das ist schon gesagt, jeder Angler hat seinen Angelplatz sauber zu halten. Und wenn das auch nicht dein Müll, du hast immer eine Mülltüte mitzubringen, alles aufsammeln, alles sauber, das geht um Naturschutz. Und wir sind irgendwie auch, wenn wir Angler sind, sind wir aber dabei noch Naturschützer. Ja, ja. So, es war aber anders. Ich saß komplett allein. Neben mir keine Sau. Ja. Meter weit keine Sau. Jetzt kommen die Leute vom Ordnungsamt und sehen neben mir so eine leere Flasche, leere Bierflasche liegen neben meinem Stuhl. Da, wo ich meine Mülltüte abgelegt habe, sehen die eine leere Bierflasche. Ja. Ja, ich gebe zu, das war meine. Es ist Hitze, ich sitze da mehrere Stunden. Ich habe jetzt Fisch angefuttert und hast du nicht gesehen. Jetzt sitze ich natürlich da und versuche Fisch zu fangen. Ja. Aber jetzt kommen die zu viert und sagen zu mir, dass ich in der Öffentlichkeit wohl Alkohol genossen hätte. Okay, zeig mir das bitte mal schwarz auf Deutsch. Da kommt die mit so einem Blatt, zeigt mir diese ganze dritte Verordnung, wie gesagt, diese Eindämmungsschutz-Dingsbums, oder wie das immer heißt. So, ich sage, pass auf, wer von uns hat Deutsch in der Schule gelernt? Ja, ich, was steht denn da vorne? Wie? Da steht da vorne wirklich in dieser dritten Verordnung, ganz vorne steht oder stand damals noch, wo es richtig verboten war, diese Picknick zu machen und so weiter, gemeinschaftlicher Verzehr von Genussmitteln. Du warst ja alleine. Oder hattest du schon ein paar Fische gefangen, dann warst du nicht mehr alleine. Gib mir mal gelben Stift, den unterstreiche ich dir, ja, damit du weißt, wo das eigentlich hinführt. Ich sag, könnt ihr nicht selber lesen, was er da durchführt oder wie? Ich sag, das gibt's doch nicht. Ich sag, das ist eine Verordnung. Eine Verordnung ist gesetzlich gar nicht verankert. Jetzt wollte mich veräppeln. Da stand die aber tatsächlich 15 Minuten da und Polizei angerufen, dass die Polizei kommt und mich zum Platz räumen behilft, weißt du, also was soll die Scheiße, also das war richtig lustig. Ich sage, pass auf, ich war komplett alleine da, gemeinschaftlich wurde erst, als ihr da dazugekommen seid. Okay, naja gut, ich meine, ich habe auch das Gefühl, man wird hier, ja, teilweise schikaniert und ich habe auch das Gefühl, da steckt auch so ein bisschen System dahinter, aber es ist halt nur ein Gefühl, ich kann es nicht beweisen. Lieber Maxim, wir machen in unserem Programm mal weiter, weil wir haben noch ein paar Sachen und es soll nicht so spät werden. Aber ich danke dir recht herzlich, dass du angerufen hast und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Hat er angerufen? Naja, danke dir angerufen. Und viel Erfolg euch nochmal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, meiner. Tschüss. So.
Das macht Angst, da kannst du es mal ausziehen. Du hockst direkt neben mir. Warum macht das Angst? Stell dir mal vor, du hättest Corona, ja? Das sieht ja so aus, als hättest du Corona. Und dann sitzt du so dicht neben mir. Das ist ja eher aus, als wollte ich gerade das OP-Besteck rausholen und dich retten. Ah. Und das Ding hat wie viel gekostet? Das waren 2 Stück für 5 Euro. Boah, mit Stofflappen. Ja. Okay. Aber er ist zumindest voll waschbar. Naja. Kochwäsche. Naja. Ich habe gehört, Kochwäsche oder auch normale Wäsche, aber danach nochmal bügeln und durch das Bügeln geht dann quasi die Coronaviren, die gehen dann kaputt wegen der Hitze. So langsam, wenn es welche gibt. Ja, die gehen dann. Gut, machen wir weiter im Text. Wo waren wir denn eigentlich? Das weiß ich nicht. Wo wir waren bei der Tagesschau. Die Tagesschau? Ja, die Tagesschau, die war sich sicher, dass auch den letzten Skeptiker überzeugt, da die Bilder ja eindeutig sind. Ja? Da habe ich vergessen, woher ich das Video habe. Ich glaube, aus dem Netz. Da muss ich nochmal die Quelle nachtragen. Ja? Also aus dem Netz, irgendwo habe ich das Video her. Ah. Naja, bleiben wir bei der Tagesschau. Ja. Eine weitere Vorlage ist das für Uli Gellermann, und zwar die 26. Ja. Seit Samstag gilt Testpflicht. Das bedeutet, den Artikel, den könnt ihr euch ja selbst durchlesen. Ja? Link ist in der Videobeschreibung. Ja? Hier unser tägliches Framing. Die Maske als kleiner Preis. Die Corona-Krise sei eine besondere Situation für die Gesellschaft. Die Pandemie gehe weiter, machte Spahn deutlich. In der Pressekonferenz nahm Spahn auch Bezug auf die Maskenpflicht. Auch er sei dadurch manchmal genervt, aber die Maske sei doch ein kleiner Preis, um die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Und wer jetzt noch nicht genug hat, kriegt noch einen Nachschlag weiter unten. Mehr als 1000 Neuinfektionen. Erstmals seit 3 Monaten hatte das Robert-Koch-Institut, RKI, mehr als 1000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI demnach 1045 neue Corona-Infektionen. Die Schwelle von 1000 neuen Corona-Fällen war zuletzt am 7. Mai überschritten worden. Spahn betonte, dass der Anstieg der Infektion sowohl auf Ansteckungen im Inland als auch auf Reiserückkehrer zurückzuführen sei. Teilweise sei dies auch die Konsequenz davon, dass in den vergangenen Tagen mehr Corona-Tests durchgeführt wurden. Ja, da kann ich mir ja dran erinnern. Ich glaube, das war in der letzten Sendung, ja? War das nicht der Spahn? Wir dürfen jetzt nicht zu viel testen, sonst haben wir ja... Ja, ja, das hatten wir, den Quaderkopf hatten wir auch in der letzten Sendung, ja. Sonst haben wir zu viel Nicht-Infizierte. Oder so. Ja, wie hat das ausgedrückt? Positiv. Ich meine, die können ja auch sagen, wir testen jetzt 300.000 mehr die Woche und nehmen aber dafür nur Kiwis. Kiwis aus dem österreichischen Aldi. Und dann geht der Schnitt natürlich auch nach oben. Ja, ja, ja. Oh Mann, das ist so geil. Okay, ja. Kommen wir zu unserem Staatsmann Nummer 1, zu Präsident, Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Ja, ganz wichtig. Ja. Bundespräsident Steinmeier hat sich im Urlaub in Südtirol ohne Mindestabstand und ohne Mundschutz ablichten lassen. Endlich ein Bundespräsident, der mit gutem Beispiel vorangeht. Herr Steinmeier zeigt uns in der Krise, wie wir mit der Maskenpflicht umzugehen haben. Vielen Dank, Herr Steinmeier! Genau so wollen wir das. Mach Applaus. 27. Applaus. Attacke. Ja. Aber zu früh gefreut. Im Fokus wird nämlich schon zurückgerudert. Erst am Montag hatte der SPD-Politiker die deutsche Bevölkerung dazu aufgerufen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich an die Abstandsregeln zu halten. Auf dem Bild, das Steinmeier bei einem Treffen mit dem dortigen Landeshauptmann Arno Kompatscher und einer Gruppe Musikerinnen zeigt, beachtet er seinen eigenen Appell scheinbar nicht
Ohne Maske und ausreichend Abstand posiert er neben den Gruppenmitgliedern. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung bedauerte der SPD-Politiker sein Handeln. 5 Sekunden Unaufmerksamkeit, die ich mir selbst vorwerfe und die nicht hätte passieren dürfen. Das tut mir leid. Da hätte ich kurz mal eine Zwischenfrage. Ja. Also laut dieser Aussage war der in seinem Urlaub, hat immer die Maske getragen, auch während dieses Konzerts, was da war. Anscheinend, ja. Und dann wollte er ein Selfie mit den Musikern. Ja. Und dann hat er schnell mal die Maske runtergezogen, danach wieder aufgezogen. Ja, ja, so an. Aber der Grund, warum sie es vergessen haben, weil eigentlich wollten sie die anlassen, die Maske. Auch bei dem Selfie, weil das steht jetzt hier, wegen eines aufziehenden Unwetters habe die Gruppe um Steinmeier von einer Alm ins Tal zurückkehren wollen. Und deswegen waren die ja voll im Stress und da haben sie es wohl irgendwie vergessen. Ja, nee, ist klar. Also, ich glaube denen kein Wort mehr. Aber schon lange nicht mehr. Ich find's herrlich, es ist toll. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Oh, Moment, das muss ich hier extra abdrücken. Ja. Wir haben ja den extra Trailer, das ist ganz wichtig. Achtung! Ja. Und nun... Der Blick in den Spiegel. So. Der Spiegel schreibt am 4.8.2020 Folgendes. Die 31 bitte. Ist schon. Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen. Anfang August hatten wir unter der Überschrift Nix wie weg Bilder von Stränden spanischer Touristenhochburgen gezeigt. Sie waren unter demselben Link zu finden wie jetzt diese Richtigstellung. Die Bilder sind, anders als von uns berichtet, nicht 2020 entstanden, sondern in den Jahren 2018 und 2019. Das hat uns der Fotograf Arno Rovira Vidal inzwischen bestätigt. Die 15. Sag mal, das war 2018, 2019, da kamen wir an die Bilder her. Ja, ja. Da gab es da auch schon Corona. Nee, nee. Da waren die Strände ja voll und da ging es ja voll ab. Ja, ihr Lieben, nächste Spiegelnachricht, aber aus dem Antispiegel, die 32 bitte. Und zwar, achso, eine Sache fällt mir noch ein. Lieber Spiegel, ich glaube, das mit dieser richtigen Stellung, das wird euch, glaube ich, noch öfter passieren. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, das ist eigentlich alles, was dieser Relotius da zusammen relotioniert hat. Ist das eigentlich alles richtig gestellt worden mittlerweile? Weiß ich nicht, aber da noch dran? Nee, du musst es so sehen, die Praktikanten machen ja jetzt den Job, weil die können ja keine richtigen Redakteure bezahlen und die haben sich das ja bei dem abgeschaut. Deswegen werden wir noch öfter so richtige Stellungen bekommen. Aber sie kriegen ja jetzt Millionenspritze von der Bundesregierung. Echt? Ja, also vom Gates 2,3 und jetzt von der Bundesregierung? Ja, die Bundesregierung verteilt irgendwie 200 Millionen, habe ich da irgendwas gelesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, müsste ich mal recherchieren. Aber das ist schon drei, vier Wochen her. Das ist Geld von der Bundesregierung. Ja? Das ist nicht unser Geld. Nee. Von der Bundesregierung. Von der Bundesregierung. Ja, die können damit machen, was sie wollen. So egal, die müssen, unser Geld. Die müssen ja unabhängigen Journalismus am Leben erhalten. Ja. Okay, aber weiter mit der 32. Die 32, da muss ich scrollen. Ja, dann scrollen wir mal. Ja, da haben wir es. Okay. Dieses Scheißblatt, das ist ja geil. Oh, ja. So. Schad fürs Geld. Ja. So gehört sich das. Ist Trumps Kritik an der Briefwahl berechtigt? Ich lese euch auszugsweise mal ein bisschen was aus dem Antispiegel vor. Ich kann euch nur den Artikel empfehlen. Lest ihn euch komplett durch, er ist ein bisschen länger. Man darf bei dieser Frage nicht von deutschen Verhältnissen ausgehen, sondern man muss erklären, wie das in den USA läuft. Das tut der Spiegel nicht. In den USA gibt es kein Meldewesen wie in Deutschland. In den USA müssen Menschen, die sich als Wähler registrieren lassen, um zur Wahl gehen zu dürfen, die Wählerlisten werden jedoch schlampig geführt. Bei jeder US-Wahl machen Fälle Schlagzeilen, dass Wähler nicht in den Listen waren und nicht wählen durften.
In den Listen werden auch längst Verstorbene geführt oder Menschen, die längst umgezogen sind. Dieses Problem macht bei uns bei jeder US-Wahl Schlagzeilen. War da nicht auch so Dinge wie der Hund hat auch einen Wahlzettel gedreht oder so? Ja, endlich. Also kommt jetzt. Wenn also Wahlzettel in den USA per Post verschickt werden, kann niemand sagen, wer sie bekommt, wer sie ausfüllt und wer sie in den Briefkasten steckt. Wenn man das weiß, und die Spiegel-Redaktion weiß das, denn sie berichtet bei jeder US-Wahl über diese Probleme, dann kann man sich nur schwer für das aussprechen, was derzeit in demokratisch regierten US-Bundesstaaten wie Kalifornien getan werden soll. Es soll jeder registrierte Wähler einen Wahlzettel per Post bekommen. Schon wegen der ungenauen geführten Wahllisten kann das niemand, der an einer fairen Wahl interessiert ist, befürworten. Hinzu kommt, dass man dabei nicht kontrollieren kann, ob jemand, der per Briefwahl abgestimmt hat, nicht auch noch einmal im Wahllokal abstimmt. Ob man ihn mag oder nicht, aber Trump hat allen Grund und auch genug Belege, den Briefwahlen, die vor allem von den Demokraten regierten Staaten durchführen wollen, skeptisch gegenüberzustehen. Der Spiegelleser weiß von all dem nichts. Daher kann der Spiegel in einem heutigen Artikel folgende Zwischenüberschrift setzen. Belege für den angeblichen Betrug gibt es nicht. Das ist scheiße, Leute. Das ist live. Willst du witzig sein? Ich glaube, es kommt total scheiße rüber alles. Ich gebe mir voll die Mühe. Ja. Ist so schlimm? Ja, du schüttelst alles mit dem Kopf, wenn die Kamera nicht an ist. Dann schüttelt er jedes Mal mit dem Kopf so. Ja, das ist wie die anderen Kopfschüttler immer. Ja, ja. Ich glaube, ich ziehe gleich wieder die Maske an. Nee, bitte nicht. Das lenkt voll ab. Nächsten Artikel, oder? Nächster Artikel. 33. Da, weiter der Blick in den Spiegel. Ja. Ja, das ist ja in der Antispiegel. Ja, das ist ja der richtige Spiegel. Ja, dann, okay. Der Antispiegel. Offizielle Richtlinien zeige Zahl der Corona-Opfer künstlich nach oben frisiert. Der Antispiegel berichtet hier, wie die Zahl der Infizierten generell, aber vor allem in Deutschland, künstlich nach oben frisiert wird. Wenn ihr wissen wollt, wieso auf einmal die Zahlen nach oben gehen, lest diesen Artikel durch. Dann könnt ihr mitreden. Empfehlung von uns. Link in der Videobeschreibung. Nächster Artikel, 34. Ah, gehen wir jetzt direkt von direkt raus. 34. Dann haben wir nämlich noch einen hellenden Artikel über das absolute Corona-Framing, das Spiegel im Libanon. Die irreführende Berichterstattung der Covidioten des Spiegel über die Explosion in Beirut. Es ist wirklich abstrus, wie der Spiegel in diesen Tagen bei jeder Meldung irgendwie die Panikmache wegen Corona einbaut. Das zeigt exemplarisch ein Artikel des Spiegel über die verheerende Explosion in Beirut. Viele Kliniken, ja, der war gut, gell? Ja. Viele Kliniken in Beirut sind wegen der Corona-Pandemie bereits überlastet. Nach den Explosionen im Hafen musste ein Krankenhaus zudem evakuiert werden. Das Virus könnte sich nun noch stärker ausbreiten. Übrigens gäbe es einiges über die Lage in den Krankenhäusern Beiruts zu berichten, denn die ca. 4000 Verletzten haben meist Verletzungen von Glassplittern, bei denen man viel Blut verliert. Das steht sogar kurz im Spiegel. Was aber fehlt, dass bei der Explosion auch Blutkonserven zerstört wurden und dass in Beirut derzeit schlicht Blutkonserven fehlen, was für viele Opfer lebensgefährlich ist. Für den Spiegel ist aber Corona wichtiger. Corona zieht sich durch den ganzen Artikel und der Spiegel berichtet in emotionaler Relotius-Manier über das Schicksal von Edgard Juju, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, seines Zeichens Geschäftsführer eines Krankenhauses, in dem Corona-Patienten behandelt werden. Der Spiegelleser soll den Eindruck bekommen, in ganz Libanon macht man sich nun Sorgen, dass sich das Virus nach der Explosion ausbreiten könnte. Ja. Leute, lest den Artikel, zieht's euch rein. Ja, Thomas Röper bringt das richtig knallhart auf den Punkt. Es dürfte mittlerweile neue Artikel geben, weil die sind jetzt auf die Straße gegangen mehrmals. Ja. Und in solchen Mengen und leider Gottes auch war da auch ein bisschen Gewalt im Spiel. Aber die komplette Regierung ist jetzt zurückgetreten. Im Libanon? Ja. Okay, ich bin ja mal gespannt, wenn die dann anfangen aufzuklären, was da genau passiert ist, weil das ist ja auch ein Umstand, vielleicht hat ja auch intern
Ich kriege hier gerade. Hey, das ist doch scheiße, wir sind live, da kriegst du ein Bild geschickt. Wir tragen keine Maske. Das ist in der Live-Gruppe. Ein bisschen zurück. Ja. Das hat mich jetzt, hat mich jetzt so abgelehnt. Ja, toll, und da laden sich alle in der Live-Gruppe kaputt. Wir müssen ja auch nur eine Live-Sendung nebenbei machen. Ja, genau. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Die 33 hatten wir eben, ja, oder? Nee, oder wir 34 hatten wir. Wir haben jetzt das Spiegel abgefrühstückt, jetzt geht's zur Bild. Oh, die Bild. Okay. Es geht nicht zur Bild, es geht zum Handelsblatt. Zum Handelsblatt. Das ist ein Bild. Ja, es ist ein Bild vom Handelsblatt. Ich musste ein Bild einblenden. Genau. Sowas aber auch. Dann blende ich das doch mal ein. Blend mal das Bild ein. Soll ich? Blend mal die Bild ein mit dem Handelsblatt. Nein, das Handelsblatt mit dem Bild. Oder so rum. Dann mach ich das doch mal rein. Okay. Der ehemalige Wirecard-Asien-Chef Christopher B. ist mit 44 Jahren in Manila gestorben. Philippinische Behörden ermittelten wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Laut Zeitungsannonce, welche B.s Familie geschaltet hatte, verstarb Christopher B. vor einer Woche in Manila. Er war nicht krank, aber der Familie wurde mitgeteilt, es wäre ein Schwächeanfall gewesen. Das reicht doch mal wieder, doch mal wieder nach absolutem Zufall. Er wusste wohl zu viel über die Verstrickung von Merkel, Scholz und Co. In den Wirecard-Geschäften. Kann das sein? Ich weiß es nicht, was er wusste. Er weiß es ja selber nicht mehr. Ja, jetzt weiß er es nicht mehr. Jetzt ist rum. Jetzt ist rum. Und dann, was haben wir noch? Wir haben noch einen richtig heftigen Artikel. Der ist eigentlich gar nicht lustig. Dann will ich den nicht bringen. Naja, egal. Ich guck mal, ob noch jemand angerufen werden will. Ja. Weil da waren jetzt auch noch Nachrichten drin. Ich glaube, einer wollte noch angerufen werden. Nehmen wir den auch noch rein. Oh, ja. Ich rufe an. Du rufst an? Ja, ein Herr Alhendra. So, mal gucken, ob er dran geht. Er hat geschrieben, nimm mich rein. Da klingelt's. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, bitte versuchen Sie es später. Perfekt. Ja, dann halt mit. Scheiße. Schade. Okay. Machen wir den letzten Artikel, Norbert Hering. Wir können euch nur Norbert Hering. Ich würde ja lieber noch ein bisschen über den Spiegel ablästern, aber. Naja. Also, ich habe heute ganz viel vorbereitet. Ich hatte dann keine Zeit mehr, aber ich hätte genug Futter gehabt. Das ist ja das Fiese daran. Ja, dann sollten wir uns vielleicht nächste Woche mal auf den Spiegel konzentrieren. Es sei denn, es kommt was Wichtiges. Ich glaube, da ruft er zurück. Guck mal hier. Zum Beispiel Teletubbies totgefahren oder so. Hallo. Das ist wichtiger als Spiegel. Hey, hallo. Ah, da ist er. Tut mir leid, ich war gerade beim Garnelenessen. Der isst Garnelen, der isst Garnelen. Hi, grüß dich. Ach, ich bin schon fertig, hallo. Ja, ich hier normalerweise stänke ich immer rum und sage so, boah, alles gefälscht und falsche Opposition, aber diese Querdenkenbewegung ist komplett sauber. Und hier in München haben wir Telegram-Gruppen zu dem Thema Corona, Bayern wehrt sich und so. Die hatten in kürzester Zeit viele tausend Mitglieder. Das heißt, das Thema bewegt sehr viele. Und Ivan Rodionow, der von RT Deutsch, der hat gesagt, die Bewegung hat wohl wirklich authentisch diese Gruppe von unpolitischen Leuten erreicht. Und das ist jetzt eine sehr große Masse und eine echte Massenbewegung. Und der Beweis war super mit den Schattenbildern. Ich war ja bei der Bundeswehr Luftbildauswärter. Genauso macht man das mit Bildern. Mhm. Die Uhrzeit bestimmen, also perfekt. Ja. Und die haben uns voll verarscht. Das war über 2 Stunden vor Beginn der Veranstaltung. Genau. Ja. Henra, das Bild wurde ja um 13.30 Uhr aufgenommen. Wir waren auf LKW 2, 2 von 14. Und wir kamen mit LKW 2 um 15.10 Uhr dort erst an. Und da hatte die Polizei schon komplett abgesperrt und ein großes Laufbahnschild wegen Überfüllung gesperrt. Da war alles voll, als wir da ankamen. Und die meisten von den 800.000 waren ja hinter uns. Die kamen ja noch. Ja. Ja. Das Ding war proppevoll. Erinnerst du dich, noch nie hat das einer erwähnt, aber der Ove Schattauer, ich erinnere mich bei dieser Anti-TTIP-Demo, die war glaube ich September 2017 oder 2016, da waren ja auch 1,5 Menschen dort, 1,5 Millionen und Spiegel hat gesagt, die waren alle rechts und das war ja auch schon lächerlich, 1,5 Millionen Menschen gegen TTIP, alle rechts und der Ove war ja dort und wir haben das auch damals infiltriert mit Friedensfusion, also das Team in Berlin hat das gemacht, die hatten so einen Wagen mit Friedensfusion. Und der Ove, der ist dann immer hin und her gesprungen und der hat dann so eine Massenveranstaltung, hat er unterwandert, indem er einfach jemand das Mikro weggenommen hat und
dann einfach so seinen Text runtergelassen hat, obwohl er gar nicht als Redner oder so geladen war. Das war total witzig. Und hat ganz einfach funktioniert. Einfach auf die Bühne nett und seinen Text runter und wieder weggegangen. Und alle haben zugehört. Ja. Aber der Owe weiß am besten, wie eine Veranstaltung ausschaut mit 1 Million oder 1,5 Millionen Menschen. Und wenn ich mir die Bilder anschaue, das kann tatsächlich sein. Und ja, so, wir waren ja mit dem Owe dort. Genau. Der Owe war ja bei uns mit richtig. Augenwagen. Und der Zug selbst war 7,5 Kilometer, war er lang. Mhm. Und wenn ich mir überlege, es gibt ja hier in Mainz den Karnevalsumzug. Der ist in der Regel 11 Kilometer lang. 11 Kilometer und dann sind 2 Millionen Menschen auf der Straße in Mainz. Dann kommt es mit 800.000 hin. Ja, ich denke auch, also von den Zeitrafferaufnahmen und 3 Stunden oder so, ja, vielleicht sollte ich was Versöhnliches sagen. Ich habe mir die ganzen Interviews angeschaut, die verschiedene Leute gemacht haben. Mhm. Nikolai Nehling hat auch sehr viele interviewt, auch aber der Thorsten Schulte, der wird jetzt deswegen so gebasht, weil da war ein Assistent von diesem Honigmann-Blog, der ist ja gestorben letztes Jahr oder so, Freund von mir war auch bei der Beerdigung und der meinte, ja, es sei ein Jesuit und so, das ist ja Quatsch, ich bin auch aus den Jesuitenstrukturen, jeder, der in München studiert, mein sozialer Großvater war Professor Fleischmann, der Prälat von der katholischen Kirche Eichstätt, der war sogar Leiter des Peter-Canisius-Kollegs in Ingolstadt, mhm. Also das ist alles Blödsinn mit den Jesuiten. Wir sind alle im System, Systemlinge. Mein Vater, zum ersten Mal hat er auch mächtig aufgehorcht bei der Demo, weil das war ein riesen Augenöffner, diese Schummelei und der Thorsten Schulte. Ich meine, das ist ja ein CDU-Mann par excellence, der ist deswegen systemgefährlich, weil das ist einer, der wacht auf, so wie diese Lydia Duquier, die bei der Volksbühne, jetzt bei Martin Lejeune, auch auspackt über alles. Viele fangen wirklich an, selber zu denken und Querdenken ist einfach ein perfekter Name und ich bin dem Thorsten Schulte sehr dankbar für alles, was er gemacht hat. Ich meine, man muss das persönlich sehen. Er hat dieses Christliche, er war früher bei der CDU, er hat versucht, die AfD zu strukturen, da reinzukommen, das ist ja auch völlig legitim, hat er noch geworben, dass er Reuters-Ticker auf seinem Computer hat und so, wahrscheinlich um bei Alice Weidel, die ja auch von Goldman Sachs ist, sich irgendwie einzuschleimen und so. Das ist alles legitim, aber alles, was er sagt und so, ist okay. Was erwartet ihr von ihm, dass er in kürzester Zeit so wird wie Nikolai? Ich meine, das ist schon ein Riesenfortschritt. Und ich habe es genau beobachtet, als er mit diesen Reichsbürgern, mit dieser Friederike geredet hat, mit Herzblut und also der hat sich echt Mühe gegeben, menschlich und so. Den kann man nicht einfach so abstempeln wegen irgend so einem blöden Gerücht. Das finde ich nicht fair, ja. Also wir haben, das hat der Ballhaus auch gut gesagt, wir haben alle unsere Legitimation, alle Themen und der macht es genau richtig. Er macht keine zentrale Steuerung, der Name ist richtig gewählt und es geht nur um Themen und nicht Personen. Also es ist einfach perfekt organisiert, muss ich sagen. Also nur, dass halt alle, die dachten, das wäre irgendwie fake, nee, ich halte die Bewegung für sehr gut, sie ist ja überall lokal und wir sollten da ehrlich gesagt alle mitmachen und uns einbringen, ja. Also ja, das, da will ich noch zwei Sachen dazu sagen. Der Michael Ballweg, der war ja bei Robert Stein in Nuviso und da hat er ja genau das gesagt, die Leute sollen das ja selbstständig machen. Ja. Ja. Deswegen, das finde ich einerseits gut und zwar haben sie dann den Vergleich gezogen zur Friedensmahnwache von 2014, 2015, wo auch gesagt wurde, jede Stadt soll das so machen, wie sie das für richtig hält. Ja, und die andere Sache, was den Thorsten Schulte betrifft, ich bin der Meinung, beide, sowohl ein Thorsten Schulte als auch ein Michael Ballweg, sind beides Männer von einem Format. Ich denke mir, die werden das bis zum 29.08. intern geklärt haben und man sollte sich, was Interviews und solche Sachen betrifft, einfach raushalten. Ja, ja die also werden das schon klären, denke ich. Ja, also ich bin da auch voll versöhnlich. Ich krieg auch von so, weiß ich, mache auch mit Sven Liebig und anderen und alle haben immer gesagt, das ist unser Mann. Und jeder, man sieht doch, dass er wirklich engagiert ist und wirklich viel riskiert. Er hat natürlich Angst um sein bürgerliches Leben und so, aber das muss man honorieren. Wir dürfen da jetzt nicht wieder in diese Ausgrenzeritis oder so verfallen, sondern einfach positiv denken, ne? Und ich weiß nicht, ob dieser Tweet echt war von The Real Donald Trump, dass er kommen will. Nein, das war ein Fake. Gefaked. Das war ein Fake. Gefaked. Aber er war lustig. Ja, der ist gefaked. Okay. Den findet man halt auf seinem Blog, Tweet-Blog, findet man ihn nicht. Aber, Hendra, stell dir mal vor,
auf dem, wie heißt das Feld? Tempelhofer Feld. Landet unangemeldet die Air Force One. Was meinst du, was dann los ist? Ja, das wäre schon, weil er hat ja in Videos hat er ja schon den Friedensvertrag schon mal angeboten. Das würde ich dem zutrauen. Das würde ich dem zutrauen. Der zieht sowas ab. Der ist so verrückt, der Trump. Ja? Ja, nur wegen der geilen Show würde er das machen. Ja, es ist halt die Frage, ob er die Zeit dazu hat. Ja, ich. Jetzt ist er jetzt erstmal mit Untertauchen beschäftigt und dann werden wir mal gucken. Ja, und was ich da gesagt habe über Anselm Lenz, natürlich sind da Antifa-Informantenstrukturen. Da gibt es einen Kanal, der heißt Berlin Live und der hat mehrmals gegen Attila Hildmann, aber dann plötzlich ist er umgeschwenkt und ist jetzt voll pro diese Corona-Geschichten. Ja, das ist irgend so ein junger Typ aus seinem Team. Der war auch auf der Bühne mit dabei oder zumindest suggerieren, dass seine Videos, aber letzten Endes ist es doch alles scheißegal. Anselm Lenz hat überhaupt nichts gemacht. Jeder trägt seinen Beitrag dazu. Und wenn die jetzt alle umdenken und umschwenken und einfach offener werden und aufeinander zugehen, dann ist das eine ganz tolle Bewegung, weil das ist die eigentlich wichtige Friedensbewegung. Genau, das ist der Umstand, ja. weil ich finde das nämlich gut, was Anselm gemacht hat, weil er hat für die linke Bewegung ganz wichtig, weil die ganzen Patrioten, die haben dann gedacht, die Linken sind alle gleich, ja, und die sehen die Leute jetzt auch differenziert und es gibt viele, die dem Anselm da auch dankbar für sind und am Ende spielt es keine Rolle, ob du links oder rechts bist, ich sehe mich selbst politisch links und mir ist das völlig egal, wenn es um die Freiheit geht, da sitzen wir ja in einem Boot und dann denke ich mir, macht das ja Sinn, wenn man sich auf die Sache konzentriert, das ist ganz wichtig und das ist dem Ballweg, glaube ich, richtig gut gelungen. Ja, der ist einfach schlau und redet, thematisiert viele Sachen nicht. Und ja, es ist richtig, jeder beackert sein eigenes Lager. Also ich könnte das linke Lager der junge Weltleser oder Taz-Leser gar nicht beackern. Ja, Ken Jebsen kann das sicher eher oder Pedram oder Anselm Lenz. Drum haben die ja alle ihre Berechtigung. Ich meine, der Groschen muss bei jedem selber fallen, ja. Aber jeder hat so seine Zielgruppe. Ne? Und das muss man halt verstanden haben, dass das überhaupt keine Gegnerschaft in dem Sinn gibt, sondern nur inhaltliche kleine Differenzen. Ja, ja oder sehr große, egal was. Willst du in Berlin sein am 29.? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich will es versuchen. Ja. Also du bist ja unten in München, richtig? Ja, ich bin weit weg, das stimmt. Gibt's denn in München auch so, wie soll ich sagen, du hast vorhin ja von der Community gesprochen. Ja. Ist die vergleichbar mit Stuttgart? Halb so groß wäre schon ein Erfolg, finde ich. Also pass auf, online sind die ziemlich gewaltig unterwegs, aber München kannst du total vergessen. In Stuttgart gibt's dieses bürgerliche Lager, das aufgeht, aber in München ist eine extrem rot-grüne Stadt. Und die Leute sind, das ist ganz schwierig in München irgendwas auf die Beine zu stellen. Von allen Mahnwachen war München auch die am schwierigsten und da musste man extrem vorsichtig vorgehen und so. Das hat Vor- und Nachteile, aber die Community, also auf Telegram zumindest, Bayern und München, die ist ziemlich groß und präsent, aber letzten Endes, wichtig ist doch nur, dass wir jetzt wieder irgendeine Bewegung haben, wo wir mehr oder weniger mitmachen können und wo wir keine Angst haben müssen, dass die uns hier komplett verarschen, weil alles, was die sagen und was für eine Reichweite wir haben, ich meine, das kann gar nicht gelenkt gewesen sein, weil es waren ja alles unsere Leute, ne? Heiko Schrang hat zum Beispiel dort geredet, zu dem kann man stehen, wie man will, aber er hat immer super mitgemacht, auch bei Endgame-Veranstaltungen, hat die Zeit eingehalten, ist todkrank gekommen, hat eine super Rede am 12. Dezember 2015 gehalten und der ist inhaltlich perfekt sauber und der macht das genauso, wie du die Deutschen halt ansprichst und so und der Thorsten hat auch sein. Und das war genau das Lager, das die bedienen, ja. Einfach die nicht absichtlich, nicht politisch denkenden Menschen. Rodionow hat es gesagt, das Lager der Unpolitischen hat diese Bewegung erreicht, denke ich mal. Eine Sache ist mir jetzt noch wichtig, weil du es angesprochen hast, da können wir gerne mal kurz drüber philosophieren. Eine große Bewegung, das gab es in den 80er Jahren auch mit den Grünen und die sind dann unterlaufen worden. Ja. Worauf müssen wir achten, dass sich das nicht wiederholt? Stell dir vor, das gibt es mit Querdenken genauso. Oder es könnte sein.
Ich weiß, was du meinst. Ich will jetzt nicht defätistisch sein. Ich meine, Igor Gilkin, der von Novorossiya, der einzige Putsch, der in Europa im 21. Jahrhundert geglückt ist, das war in der Ukraine die Erschaffung der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, Novorossiya. Das war der einzige Putsch in einem europäischen Land in den letzten 10 Jahren, den wir kennen, der funktionierte. Und der sagte, diese ganzen Demos bringen nichts, weil wir die Instrumente zur Mobilisierung der Massen nicht hätten. Mhm. Aber wenn jetzt wir wirklich so viele Leute mobilisiert haben mit der Reichweite von diesen 3, 4, 5 Bloggern und dieser Bürgerbewegung, die einfach gut organisiert ist, weil sie dezentral ist, ja, dann stimmt diese alte KGB-Logik nicht mehr von diesem Strelkov von der Volksrepublik Donetsk. Und dann haben wir tatsächlich eine völlig neue Lage. Na? Und das hat dieser Informatiker, dieser IT-Spezialist Ballweg auch erkannt und macht das Ganze jetzt international, ne? Weil das Schöne an Deutschland, und das fand ich immer gut an der Friedensbewegung in Deutschland, ich meine, wenn du Deutschland befreist, befreist du eigentlich fast die ganze Welt. Ja, ja, also wenn du Griechenland befreist, hast du nur Griechenland befreit. Aber Deutschland ist halt ist eine andere Hausnummer. Die hat, das hat schon eine Leitfunktion in Europa und in Teilen der Welt. Wenn die in Indonesien oder in Indien sehen, die Deutschen machen jetzt plötzlich das und das, dann werden die auch ihre ganze Regierung und das Ganze ein bisschen mehr hinterfragen, was diese Maßnahmen angeht. Ja. Und das ist schon die Systemfrage, die er stellt, nur halt auf sehr kluge, unangreifbare Weise. Er redet ja auch immer sehr klug. Ja, wir haben ein neues Hygienekonzept. Er hält sich genau an das Gesetz und das ist der Trick, ja. Also offener Rechtsbruch bringt niemanden weiter und richtig, das ist auch nicht das, was unsere deutsche Gesellschaft akzeptiert. Wir wollen keine dumme, plumpe, offenen Rechtsbrüche. Wir wollen, dass das klug und charmant und friedlich passiert, aber einfach trotzdem funktioniert. Ne? Richtig. Und das, richtig. Ja. Also ich denke, es sind großartige Zeiten, die vor uns liegen. Ja. Also ja. Wir wollen auch wieder nach Berlin fahren. Wir sind noch am Organisieren. Ja. Ja. Aber läuft momentan ganz gut. Ich kann mir gut vorstellen, weil ich habe unglaublich viele Nachrichten damals bekommen. Oh, schön, dass ihr da seid. Ich kann leider nicht. Habe ich ganz oft bekommen. Und ich wette mit dir, nachdem die gesehen haben, 1.8., was da abging, am 29. werden genau die auf jeden Fall auch kommen. Und es werden noch etliche weitere kommen, die von den bisherigen Teilnehmern persönlich informiert wurden. Mundpropaganda. Das ist nicht aufzuhalten. Das ist vorbei. Ja. Ja, ja, ich denke auch, wir haben da jetzt eine Grenze. Nur jetzt insgesamt wollte ich sagen, ob es wirklich was ändern wird. Ich denke, das kann man beim besten Willen nicht sagen. Weißt du, wir leben in einer neuen Zeit, das Informationszeitalter. Eine Prognose gibt's nicht. Strelkov, der alte KGB-Offizier, sagt natürlich, es geht nicht und so. Wahrscheinlich hat er recht, aber die Systemfrage, mir ist wichtig, dass eine Bewegung nicht auf Symptomen rumhackt, damit sich alle auskotzen, so wie auf Pegida, ja, sehr oberflächlich, weil das bringt ja nichts, sondern man muss das System stellen und dieser Kanal Berlin Live, der eindeutig ein Antifa-Kanal ist und Attila Hildmann immer fertig gemacht hat, der hat auch ein schönes Video von meiner Nazi-Demo in Anführungszeichen gemacht. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat gesagt, das war die größte Nazi-Demo seit 15 Jahren. Charlotte Knobloch hat im Handelsblatt drüber geschrieben. Und da sieht man mich auf dem Plakat ganz rechts, wie ich es halte. Und da steht nicht nur Merkel muss weg, da steht Politadel abschaffen für direkte Demokratie. Und das ist auch eine Systemfrage, ja? Ja, ja. Also ich denke mir, viele nutzen jetzt einfach, der Hermann Plopper hat es mal gesagt, die Menschen werden zwangspolitisiert durch die Corona-Krise und das ist gut. Weil ansonsten würden die sich einfach nicht für die Systemfrage interessieren. Und es gibt ganz viele, die sich Gedanken darüber machen. Ja. Ja. Und dass jetzt die Lager verbittert sind, entschuldige, die nicht erfolgreich waren, das ist auch normal. Ich meine, diese verfassungsgebende Versammlung, diese Reichsbürger, die nur formalistisch, ideologisch, das hat Thorsten Schulte eigentlich schön formuliert, immer nur auf das Gesetz pochen und Potsdamer Vertrag, das ist alles Blödsinn, so funktioniert Politik nicht. Die Politik scheißt im Grunde genommen auf die Verträge. Es wird einfach gemacht, was geht und so ist auch jede Revolution. Ja. Recht ist der, der den Schlagstock in der Hand hat, der es durchsetzen kann. Das ist genau. Also, ja. Nun gut. Und ein Putsch war legal, wenn er funktioniert hat. Ne? Richtig, wenn er funktioniert hat. Wenn nicht, war er illegal. Aber dann wurden ja, und Geschichte wird von Siegern geschrieben. Das war schon immer so. Der Trump, hey, wenn der Trump kommt, dann war es das mit Merkel. Wenn der sich hinstellt auf blöd und sagt, ja, ich habe es eurer Kanzlerin angeboten, den Friedensvertrag. Sie sagte, nein, jetzt biete ich es euch an. Ja, ihr müsst selber wissen, was ihr wollt. Ich sag dann kann dann die Alte gehen.
Dann machen wir richtig Party. Dann wird's richtig cool. Lieber Händler, ja. Ich danke, dass du zurückgerufen hast. Ich habe schon gedacht, so, ja. Oh, der hat das Handy aus, ja. Gerne. Du musst deine Rufnummer unterdrücken, die habe ich jetzt. Ich habe ja deine jetzt auch. Ah, okay. Ich stehe im Telefonbuch, aber ich bin politische Gefährdungsstufe 3 und habe eine Fangschaltung. Also mich anzurufen und zu ärgern mit unterdrückter Rufnummer ist dumm, ja. Ah, okay. Nee, ich wollte ich nur sagen. Ja, alles gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Danke, dass du Zeit hattest. Danke. Und wir sehen uns vielleicht in Berlin. Es wäre toll. Ja, ja. War mir eine Freude. Okay. Tschüss, mach's gut. Leute. Ciao. Ciao. Gut. So, das war jetzt ein langes Gespräch. Ja. Oh, guck mal, wie lange sind wir jetzt live? Stunde 42 Minuten. Wir bleiben unter 2 Stunden. Ja? Okay, dann letzter Bericht, aber der letzte Bericht, der ist wichtig. Den würde ich gerne vorlesen, das ist die 36. Ja, das zeigt sehr viel, um was es geht. Okay, ja. Und zwar, die Weltbank will, dass inmitten der Pandemie Slumbewohnern das Wasser abgestellt wird. Entwicklungsländer versuchen unter widrigsten Bedingungen die Corona-Pandemie einzudämmen. Da propagiert die Weltbank den Bewohnern von Slums, wo die hygienischen Bedingungen am schwierigsten sind, das Wasser abzustellen, wenn ihre Vermieter die Wasserrechnung nicht bezahlen. Dahinter steckt eine menschenverachtende Grundphilosophie von Entwicklungsarbeit. Die Philosophie der Weltbank heißt seit etwa 2 Jahrzehnten nachhaltige Entwicklung. Nachhaltig im Sinne von auf Dauer gewinnträchtig. Die Entwicklungsarbeit soll, wo immer möglich, in Partnerschaft mit privaten Unternehmen und ihren Stiftungen geschehen. Denn nur wenn jemand an Entwicklungspolitik nachhaltig Geld verdienen könne, fließe genug Geld hinein, um nachhaltig etwas zu bewirken. Ich kann es nur so kommentieren. Ja. Also, es ist ein heftiger Artikel, geht in die Videobeschreibung, alle Links drin. Bis auf den vom Stegner, den Tweet, der ist ja, nicht. Der ist den auch. Schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, wenn ihr den findet. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten lest euch die Artikel durch bei Interesse. Wir danken euch, dass ihr wieder dabei wart. Ich gucke mal, gibt es hier noch irgendwelche Kommentare? Ich scroll mal gerade durch. Ron schreibt immer, wenn er den Händler hört, fängt er an seiner Rhetorik an zu arbeiten. Ich habe jetzt hier gerade ein Ding. Ja. Ja. Bei uns in der Firma musst du im Aufzug eine Maske tragen. Okay, aber es darf nur eine Person den Aufzug nutzen. Wo ist hier der Sinn? Hm, stimmt. Also es würde doch nur Sinn machen, eine Maske anzuziehen, wenn eine weitere Person in dem Aufzug ist. Dann machst du den nochmal Kopfplatscher. Ach, du meinst den hier? Ja, den. Das ist echt. Okay, liebe Leute. Danke, dass ihr heute Abend wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Nächste Woche Montag ist nix. Wie ist nix? Achso, das habe ich noch gar nicht gesagt. Gell? Nächste Woche Montag ist nix. Und zwar wegen meinen Knochen. Ich komme zu spät nach Hause. Da wollte ich dich fragen, ob wir dann vielleicht Dienstag verschieben, wenn die Leute es wollen. Also wenn, ja, dann machen wir Dienstag. Also jeden Montagabend, eigentlich um 8:30, außer nächste Woche, da ist um Dienstag. Ja. Genau. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder, 20.30 Uhr. Diesen oder nächsten? Diesen Freitag, okay. 20.30 Uhr, weil da sind wir wieder live. Da haben wir einmal die Andrea Drescher und wir haben die Andrea Feuer. Andrea Feuer vom Netzwerk Impfentscheid und Andrea Drescher von der Friedensbewegung. Es geht um den 29. eine Sondersendung. Genau, da freuen wir uns. Jo. Ja. Habe ich noch was vergessen? So, dann am Samstag ist in Wiesbaden und in Frankfurt ist eine Querdenken-Demo. Am Sonntag ist wieder in Wiesbaden eine Demo. Wenn wir wissen, wo und so, posten wir das. Genau. Okay. Jetzt sind wir durch. Schönen Feierabend. Wir sind durch. Ja, am Ende. Wir waren doch vorhin schon durch. Ja, also wir sind grundsätzlich durch. Ja. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Komm, mach Abstand, bevor es noch peinlicher wird. Ja, dann wird es halt peinlicher. Ciao. Tschö. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Diejenigen, die entscheiden haben, sind nicht gewählt.
Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Auf alle Ewigkeit. Guten Morgen, seid ihr wach? Und falls nicht, öffnet die Augen. Hört mit deinen Ohren weg, dein Verstand. Schalt ihn ein, schalt die Glotze ab. Lockt ihn aufstehen, rausgehen. Ruf alle Rebellen zusammen, bevor wir draufgehen, weil alle weg sind. Denn sonst bricht die Welt zusammen. 2017, Zeit, um endlich aufzuwachen. Es ist kaum zu fassen, wir vergessen uns wie Hausaufgaben. Wer weiß denn noch wirklich, wer er ist? Wie er lebt, wie er denkt, was er fühlt. Guck, die meisten wollen sich kaufen lassen, scheinen nicht zu merken, dass so viele gar nicht selber denken. Behandeln uns wie Weltfremde, guck, wie dich das Geld lenkt und wie deine Mitmenschen den Blick senken und dich kränken. Unbewusst nimmst du es wahr und du kriegst Ängste. Sie wissen selber nicht, wohin. In dieser Wegwerfgesellschaft verfällt jedem der Sinn. Haben uns abhängig gemacht und verleugnen unser wahres Ich. Resignieren der Doppelmoral, geschädigter Wahnsinn, sprich begegne täglich neue Schranken. Elend lebt durch käuflich Handeln, Geben und Nehmen. Strebt nach ein Leben für einen neuen Plan. Ein Krieg für Frieden passt niemals zusammen, Mann. Doch Sieg durch Liebe bringt uns wieder an Anfang. Guten Morgen, seid ihr wach? Und falls nicht, öffnet die Augen. Hört mit deinen Ohren weg, dein Verstand. Schalt ihn ein, schalt die Glotze ab. Aufstehen, rausgehen. Ruf alle Rebellen zusammen, bevor wir draufgehen, weil alle weg sind. Denn sonst bricht die Welt zusammen. Es herrscht Chaos und Gewalt, die Armen, die Sklaven unserer Zeit. Herzen aus Eis, Menschen werden gnadenlos und kalt. Maskerade ist vorbei, die Fassade ist gefallen. Bomben schlagen ein, viele, die im Kugelhagel fallen. Schaufeln unser Grab von ganz allein, wenn wir zusehen. Werden wir den Hunger live erleben und Blut sehen. Bündnis und Verträge, das ist alles ein Joke. USA ist der Zuhälter aller Nationen. Frieden auf der ganzen Welt, täglich hab ich diesen Traum. Doch es geht nur um Kriege, Macht und Geld, du kannst niemand trauen. Sie gehen beruhigt nachts ins Bett, können spielen. Schon Politiker, Banker, Zionisten, Elitensau. Man sagt, Gewalt gegen Gewalt ist genauso schlecht. Doch ich sehe keine Lösung, nichts tun heißt, ich schau auch nur weg. Erweis euch meine letzte Ehre und zerstör den Nuttenstaat. Spreng gehört im Bundestag, Antinorm, unnormal. Falls nicht, öffnet die Augen. Hört mit deinen Ohren weg, dein Verstand. Schalt ihn ein, schalt die Glotze ab. Lockt aufstehen, rausgehen. Ruf alle Rebellen zusammen, bevor wir draufgehen, weil alle weg sind. Denn sonst bricht die Welt zusammen. Wo das Wählen seinen Sinn verliert, wenn Geld von Lobbyisten hier die Welt der Politik regiert. Die Parlamente wurden infiltriert, denn wer ist der Verlierer, wenn der Banker zum Minister wird? Es ist die Demokratie, zumindest die letzten Reste, die es im besten Fall nur noch Schemen aufgibt. Wenn selbst die besten aller freien Pressen nur Interessen von Aktionären bedienen, ist es ein elendes Spiel. Sie schüren Angst in Artikeln, Propagandamaschinen, die den Hass aufpolieren, um auf andere zu zielen. Jeden Tag auf den Titeln, bis Soldaten marschieren und wir das akzeptieren und dann niemand da noch fragt, wieso begann all die Kriege für den Plan der Eliten ihrer Macht, Pyramide, doch ich lass mich nicht biegen, drücke Enter und auch danach runter. Es war mein Virus in dem NSC-Zentralcomputer. Guten Morgen, seid ihr wach? Und falls nicht, öffnet die Augen. Hört mit deinen Ohren weg, dein Verstand. Schalt ihn ein, schalt die Glotze ab. Lockt aufstehen, rausgehen. Ruf alle Rebellen zusammen, bevor wir draufgehen, weil alle weg sind. Denn sonst bricht die Welt zusammen. Sieh das Entsetzen dort im Spiegel. Ja, geknechtet und vertrieben und immer weiter reißt mich der Schrecken in die Tiefe und bitte sage nichts, denn hässlich sind die Ziele, ja, verpestet von der Wiege und zerfressen von den Krisen. FS, nein, ich werde mich nicht in die Reihe stellen. Geld ist Zeit und Zeit ist Geld auf deiner geistig kleinen Scheibenwelt. Und eifrig schmeißen sie dir hier die Steine in den Weg. FS, yes, ich zieh mein Ding durch, auch wenn keiner mich versteht. Es gibt keine Heldin mehr, die ganze Welt ist krank und wartet auf den Sentenmann. Ich weiß, es ist am einfachsten zu glauben, dass man nichts verändern kann. Es liegt allein in deiner Hand, fang bei dir selber an. Komm und stelle dich deiner Angst. Gott hat mich in die Welt gesetzt. Beobachter und Kärtenleser, ich blicke in den Himmel, bete zu den Sternenvätern. Fest, ich bin ein Querdenker, Querlenker, Schwertkämpfer, ich tauche nach Brillanten in den Staub der Diamanten. Guten Morgen, seid ihr wach? Und falls nicht, öffnet die Augen. Hört mit deinen Ohren weg, dein Verstand. Schalt ihn ein, schalt die Glotze ab. Aufstehen, rausgehen. Ruf alle Rebellen zusammen, bevor wir draufgehen, weil alle weg sind. Denn sonst bricht die Welt zusammen.
Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen.